Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pop-Punk- und Politik-Podcast vom Bierschinken.net. Ja, es ist die zweite Folge in diesem Jahr und ich freue mich ganz besonders, dass sich Bika, irgendwie schon fast kann man sagen eine Kollegin, weil sie schreibt auch ganz viel Fine Fancy. Ich schreibe jetzt weniger, ich mache mehr Podcasts, aber ich schreibe ja auch manchmal zumindest. Genau, also hier ist Bika. Bika ist sozusagen nicht nur... Ich sage erstmal Hallo. Hallo Bika, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Voll gerne. Und ich finde es voll schön, dass du da bist. Und bevor ich jetzt erzähle, woher wir uns kennen oder so indirekt auch vielleicht eher kennen, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, du bist ja nicht nur Autorin, du schreibst für die Orks schon sehr, sehr lange, habe ich jetzt gerade festgestellt, schon seit 2010. Das heißt, das sind ja jetzt auch schon... 14 Jahre. Wow, 14 Jahre Ochs. Krass, das so auszusprechen. 14 Jahre, wow, ja. Ja, genau. Also 14 Jahre Ochs. Und du bist Musikerin in verschiedenen Bands. Ein paar von, eine gibt's nicht mehr so richtig, glaube ich. Genau. Naiv ist nicht mehr so ganz aktuell. Aber Lotse sind auf Eis gelegt. Oder zumindest inaktiv. Genau. Dr. Dosenbier schon seit einigen Jahren allerdings. Mhm. Und seit, ich glaube, 2019 Knigge und Krust. Mhm, kommt hin, ja. Genau, ziemlich genauso, ne? Ja, genau. Ja. In dem Jahr vor Corona, das erinnere ich noch. Das gab ja schon mal einen Podcast mit Michi und da haben wir auch darüber gesprochen. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, Bika, ob du dich erinnern kannst, wann wir uns das erste Mal begegnet sind. Also indirekt sind wir uns begegnet, weil du 2013 die erste Demo meiner Band für die Ochs besprochen hast, für ein gutes Pferd. Und ich habe mir das nochmal durchgelesen. Wir sind nicht gut weggekommen, aber okay. Sorry. Fair enough. Alles gut. Viel Lust. Lustiger fand ich ja, dass wir dann 2015 in Göttingen ein Konzert zusammen gespielt haben. Ja, und daran kann ich mich auch erinnern, ja. Genau, und dann weiß ich auch noch, da saßen wir irgendwie auf diesen Sofas rum und haben gewartet, mal so zwischen Soundcheck und Auftritt. Und dann kam so, ach, du bist die Rezi geschrieben hat. Genau. Upsi. Ja. Ich hab den Abend im Göttingen, wie hieß denn der Laden? Substanz? Nee, irgendwie. Nee, das war nicht die Substanz, das war glaube ich, irgendwie vom Asta. Ja, so ein, von der Uni, ne? Das war auf dem Unigelände und es hatte einen Namen. Ich weiß noch, die Konzertgruppe hieß Weitsprung. Genau. Und der Daniel hat es gemacht aus Göttingen. Genau, den Daniel kann ich mir auch gut erinnern. Genau. Da haben wir auch gepennt. Wie ist denn der Laden nochmal? Ich glaube, ihr habt bequem geschlafen an dem Abend, weil wir haben bei irgendeinem Göttinger Rapper geschlafen, der in einer leeren Wohnung. Also da war einfach nichts. Wir haben auf dem blanken Bogen gar nichts. Der war da gerade erst eingezogen und hatte einfach nichts. Und wir haben auf den Isomatten auf dem kalten Boden geschlafen. Mhm. Aber ich kann mich aber noch dran erinnern. Das war nämlich das erste Konzert dass wir mit Köter gespielt und das zweite Mal mit Köter gespielt. Aber das erste Mal, dass man sich so ein bisschen ins Gespräch gekommen ist an dem Abend. Genau. Ja. Und, das war ein schöner Abend. Kann mich das war wirklich erinnern. Ein schöner Abend, ja. Und ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an Lotse erinnern und muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich das an dem Abend richtig cool fand und irgendwie aber ist das dann irgendwie so aus dem, weiß ich nicht, ich bin nicht dran geblieben und jetzt habe ich die letzten drei Tage, glaube ich, fast durchgehend die komplette Lotse-Diskografie rauf und runter gehört. Und dazu werden wir auch sicherlich noch sprechen. Ja, cool. Und so ein bisschen, Dr. Dosenbier, wir teilen so ein paar gemeinsame Freunde, den Michi zum Beispiel von Knigge und Krust, aber auch zum Beispiel die ganzen Nordleute, mit denen du ja auch recht eng bist. Ja. Und insofern war immer irgendwie so ein bisschen also zumindest ich hatte dich immer so ein bisschen auf dem Radar und habe mir schon vor längerer Zeit gedacht, ich finde es eigentlich spannend, mal mit dir zu sprechen, auch natürlich als Musikerin, aber auch halt, weil du ja noch so diese, ähnlich wie ich, ja auch noch so eine andere Perspektive einnimmst, als Autorin, als Musikjournalistin. Mhm. Und genau, und das fand ich spannend. Ja, und cool. Du hast mir geschrieben im Vorfeld, und ich steige jetzt mal direkt rein, aber das fand ich, ist mir so gekommen, du hast mir geschrieben im Vorfeld, dass Muff Potter eine ganz, ganz wichtige Band für deine Jugend, Adoleszenz, wie man immer das auch nennen möchte, waren. Ja. Und mich würde einfach mal interessieren,
Erzähl doch mal, mit welchem Album bist du eingestiegen bei Muff Potter? Und was, also welche, oder andersrum, welches Album war da so wichtig zu der Zeit? Also nicht im Hinterher, also ich meine, nicht, also viele sagen ja, ah ja, Bordsteinkantengeschichten, das war das großartigste Album. Aber was war in der Zeit das wichtige Album? Und ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr so, was genau hat dich da angefixt? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Also auf die gestoßen, das hatte ich, glaube ich, auch geschrieben, bin ich tatsächlich über die Do Nots. Die hatten auf ihrer alten Homepage damals so ein kleines Radio, wo die gar nicht ihre eigene Musik gespielt haben, sondern irgendwie von befreundeten Bands oder Bands, die irgendwie cool fanden, die vorstellen wollten. Ja. Und da lief hier Young Until I Die von Muff Potter. Oh, großartig, Ja. Genau, und toller Song, ne? Wahnsinn. Also Love at First Sight so ein bisschen. Ja. Tatsächlich mit der Band. Ja. Genau, und dann, also es war dann der Song, ne? Und das war relativ kurz bevor dann, also dass ich den Song gehört habe, bevor Von Wegen rauskam. Mm-hmm. Das war dann quasi für mich mein erstes richtig wichtiges Muff Potter-Album, muss ich sagen. Ja. Genau, ne? Das ist. Ja, eine unheimlich schöne Platte. Ne? Und ich finde auch gerade so in dieser sehr sensiblen Teenager-Zeit holen Muff Potter einfach wahnsinnig ab. Ne? Das ja, so das total, total. Habe ich mich total abgeholt gefühlt, total verstanden gefühlt, so inhaltlich. Ne? Fand das wirklich ganz, ganz toll und habe es auch musikalisch toll gefunden. Es war auch so, ich liebe bis heute auch Emo, aber so Muff Potter, so die Art, wie Muff Potter Emo machen, so ganz besonders irgendwie. Genau, und dann so rückblickend, also die anderen Platten habe ich dann erst nachträglich sozusagen reingezogen und finde Bordsteinkantengeschichte natürlich auch ganz toll, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welches war meine wichtigste Platte, ne, dann wäre das sozusagen nicht die Wahrheit. Ja, okay. Also spannend und auch hier teilen wir was Gemeinsames. Die Von Wegen war für mich auch der Einstieg tatsächlich. Also ich bin ein bisschen älter als du, also knapp, ich bin 8 Jahre älter als du und habe relativ spät Muff Potter kennengelernt. Also meine erste Begegnung war so eine, ich habe mal mit so einer Punkband geprobt und der eine meinte, ja hier, hör mal Muff Potter an, dann habe ich mir da noch zu Zeiten von Napster irgendwas runtergeladen, fand das ganz nett, aber hat mich nicht abgeholt und das war die Schrei, wenn du brennst oder so Songs von der Schrei, wenn du brennst, wo ich heute auch sage, okay, war anders. Aber die Von Wegen habe ich, aber die Frau Von Wegen habe ich auch rauf und runter gehört und fand die, also ich witzigerweise fand ich vor allem diesen, und der Wecker tickt von den Dennis-Song, den fand ich eine Weile, ich habe es, glaube ich, also es lief wirklich so auf absolute Heavy Rotation. Genau, großartige Platte. Ja, also ich, gesagt, auch wenn uns ein paar Jahre trennen, ich kann dir sagen, auch noch mit 20 fand ich das einfach, war das ein totaler Kick. Und ich finde auch, ich würde dir total zustimmen, es gibt einem einen, es macht, die Platte macht einem den Einstieg auch leicht. Also weil es so eine Hit-Garanten ist, ne? Und es ist so auch auf der emotionalen Ebene. Ich hatte da auch eine schwere Trennung in der Zeit hinter mir und war einfach auch richtig am Boden und klar, Muff Potter haben das befeuert ohne Ende an der Stelle. Ja, ja. Da kommt Muff Potter wie gerufen in so einer Zeit, ja. Ja, genau. Das heißt aber auch, wenn ich so rechne, ich weiß noch ziemlich genau, ich habe zufälligerweise ein Praktikum damals bei Universal Music gemacht, als die Platte rauskam. Es war ja ihre erste Platte beim Major. Ach, cool. Und ich weiß auch, das wird noch lustiger, Beat Gottwald, der Typ, der Kasper und so groß gemacht hat, der war damals Produktmanager bei Universal und drückte mir netterweise die Promo davon in die Hand und meinte, hier, kannst du mitnehmen. Ja, genau. Es ist meine einzige Begegnung mit diesem Übermenschen Beat Gottwald, den ich sonst, der wohnt scheinbar irgendwo hier in der Ecke, aber ich habe ihn noch nie getroffen. Ich rechne jetzt aber mal, also 2005 kam die Muff Potter Von Wegen raus, das heißt, du bist 1989 geboren, das heißt, du warst da 1999, du warst da 16, ungefähr. 15 oder gerade 15, 16, irgendwie sowas, ja. Genau. Und du bist ja in Wuppertal und ich habe mir gerade nochmal nachgeguckt. Du hast mir ja auch geschrieben, wo in Wuppertal. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung von Wuppertal, aber du bist in Wuppertal-Elberfeld geboren. Ich habe dann mal geguckt, was Wikipedia mir dazu sagt und es ist, also von den Persönlichkeiten, die da immer so aufgelistet sind, kenne ich keinen. Aber durch Loriots Sketch, die DB Nimm-Schule, wurde Elberfeld einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Sagte dieser Sketch irgendwas? Oh, leider nicht. Ich würde ihn gerade so gern sehen. Ja, das musst du dann, glaube ich, im Nachhinein mal nachholen. Also, genau, das muss ich machen.
Genau, also ich habe tatsächlich zu Wuppertal relativ, also außer dass ich ja, mit Lügo, mit dem besagten Kölner Band Lügo, haben wir da mal gespielt in der Börse. Viel zu groß. Viel zu groß. Ja, viel, also in diesem Riesenraum haben wir gespielt. Es war halb ein Drittel voll. Aber ansonsten sagt mir Wuppertal nichts. Erzähl doch mal, wie war Wuppertal für dich zum Aufwachsen? Mhm. Also, wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, dass ihr da mit Lügo gespielt habt, sowas ist, als ich da gelebt habe, ne, so ein cooles Konzert mit so Bands, das ist in meiner Jugend dann nicht passiert. Also die Börse wurde vor ein paar Jahren, also ist jetzt auch schon eine Weile, ne, aber wurde vor ein paar Jahren so ein bisschen wiederbelebt von jemandem, der Bock hatte, ne, da ein cooles, also den Raum cool zu nutzen und da coole Konzerte zu machen. Ja. Das war, als ich in dem Alter war, wo das relevant gewesen wäre, ne, da ist das gar nicht passiert. Ja. Also, das ist sehr, also cool, dass da jetzt mehr los ist, ne, für alle, die da noch wohnen. Ja. Aber für mich war das kein richtiges Angebot. Und in Wuppertal gibt es ja auch ein AZ. Mhm. Das, genau. Also auch ein richtig, so das Gebäude, das ist ein ganz, ganz tolles Gebäude, ein richtig schönes AZ. Ja. Das ja, ja auch, ne, bedroht ist schon ganz lange. Ich hoffe, es bleibt. Ja. Yeah. Ne, aber da war auch so, also an Konzerten, die mich jetzt persönlich angesprochen hätten, auch jetzt nicht so viel. Ne? Da war, was lief da? Weißt du noch, was da so lief? Das war ganz, ganz viel so es klingt so despektierlich, aber ich meine es gar nicht so böse, aber es war so ein bisschen so Rumpelpunk. Ne? So, okay. Also nicht sehr melodisch und nicht sehr, also und nicht sehr emotional oder so, also das hat mich nicht so interessiert einfach damals, ja. Mhm. Und aber auch nicht, also weil oft fand ich, also was so sind ja diese AZs auch sehr hardcore-lastig gewesen, ne? Ja, so. Auch das, ne? Ja. Ja, ja, voll. Okay. Total, genau. Mhm. Und das, ne, also das, da war jetzt auch nicht dauernd was los, so, aber auch das hat sich ja zum Beispiel in den letzten Jahren geändert, habe ich so ne, gelesen, was ich auch sehr schön finde. Genau, und deswegen war ich in Wuppertal selbst wirklich total selten auf Konzerten. Ne? Wir sind immer weggefahren. Ja, lass uns noch mal ein bisschen früher anfangen. Ich habe vor ein paar Monaten, hat mir ein Bekannter, der ursprünglich immer in Dortmund gelebt hat, ein paar Monate ist auch schon länger her, ich glaube. Aber der hat mir erzählt, er ist gerade nach Wuppertal gezogen, weil A, Mieten sind günstiger und B, ist es eigentlich ganz schön. Und er hat mir ein Foto aus seinem Zimmer geschickt und das war wirklich schick. Irgendwie so Berge und es sah richtig nett aus. Also spring noch mal ein bisschen vielleicht vor die Teenie-Zeit, wo dann der Punk in dein Leben kam. Wie war Wuppertal da? Also was war, wie stelle ich mir das Leben vor in Wuppertal? Also Schwebebahn natürlich. Ja, Schwebebahn, das ist zum Beispiel so eine Sache, ne? Also alle denken an die Schwebebahn, wenn sie in Wuppertal denken. Ich kann das, glaube ich, an, also ich bin nicht oft Schwebebahn gefahren. Ja. Die Schwebebahn fährt ja einmal die Talachse lang quasi, ne? Von Kronenberg nach oder Vohwinkel nach Oberbahn, so ist es genau, von Vohwinkel nach Oberbahn. Und wenn du nicht auf dieser Talachse wohnst, beziehungsweise dich da nicht ständig hin und her bewegen willst, dann bringt dir die Schwebebahn überhaupt nichts. Ne? Also deswegen, ich bin damit gar nicht so oft gefahren, es sei denn, ich wollte mal ins Kino. Ja. Yeah. Genau. Trotzdem natürlich ein cooles, also ist die schön fürs Stadtbild. Ne? Yeah. Insgesamt würde ich dir auch recht geben, dass Wuppertal zumindest zu Teilen total schönes Stadtbild hat. Mhm. Ne? Also okay. Also das ist auch was, wo ich jetzt auch immer noch gern hingehe, so das Luisenviertel und der Ölberg, das sind sehr schöne Teile dieser Stadt. Ne, genauso hat es natürlich wie alle Orte irgendwie auch viele hässliche Ecken, aber ne, das ist jetzt, glaube ich, ich finde nicht, dass Wuppertal jetzt besonders hässlich wäre. Wie ist es da aufzuwachsen? Der Vorteil war, da lag immer Schnee im Winter. Das kann ich als Anekdötchen erzählen. Bei uns gab es immer Schnee und wir konnten immer Schlitten fahren, weil, wie du ja schon sagtest, es gibt Berge. Das ja, war ziemlich genau. Cool. ja. Also interessiert dich noch was Genaueres? Ich weiß Nein, gar nicht. Mich würde einfach interessieren, also ich glaube, also oder sagen wir mal so, ich speichere Wuppertal auch sofort unter Ruhrpott ab. Und ich glaube, es ist aber gar nicht so richtig Ruhrpott. Ne? Es hat schon wieder so seine eigenen, es ist gar nicht weit weg, aber es ist irgendwie doch was anderes. Es gehört nicht zum Ruhrpott, Wuppertal, es gehört zum Bergischen Land. Zusammen mit Solingen und Remscheid.
Okay, und ich finde immer so ein bisschen, also was ich immer ganz spannend fand, finde, ist, wenn, wie also so, ne, ist das so industriell geprägt, gibt es, also, ne, wenn, keine Ahnung, wenn du mit jemandem sprichst, also als ich zum Beispiel mit Flo von Pesco, der da irgendwo aus der Nähe von Saarbrücken kommt, der meinte halt, du bist halt im Niemandsland so, ne, da bist, wächst du auf so im Niemandsland und machst auch viele Reisen nach Trier und so, um irgendwas zu sehen. Und jetzt ist Wuppertal ja ein bisschen größer und so. Voll. Aber du hast ja auch schon erwähnt, so, aber wie ist es, ist zum Beispiel Wuppertal, ich habe gar keine Vorstellung, ist es eine arme Stadt? Ist es eine eher wohlhabende Stadt? Größtenteils ist es eine arme Stadt. Ja. Also es gibt so ein kleines, so eine Art wohlhabendes Viertel, ne? Ja. Und auch unabhängig davon wahrscheinlich ein paar Gegenden, wo es wo auch wohlhabendere Leute irgendwie tolle Häuser haben oder so. Aber grundsätzlich ist, also grundsätzlich ist es eine arme Stadt. Ja. Genau. Und das jetzt auch, also da ist auch alles, alle Kultur aufrechterhalten, wenn man da mal so, wenn du da lebst, dann kriegst du das natürlich ein bisschen eher mit, aber das kann man natürlich auch nachlesen. Ne? Ist, um alle kulturellen Einrichtungen muss auch hart gefochten werden. Okay. Ja. Ja, es geht ja vielen Städten da so, ne? Also ich weiß jetzt von Hagen. Hagen ist ja gut, Hagen ist jetzt schon wieder richtig so Ruhrpott, aber ist ja auch ziemlich, da habe ich das auch schon gehört. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du aber auf einer Schule warst, die tendenziell eher wohlhabende Menschen lebten. Ja. Das heißt, der Kontrast war für dich da sehr, schon sehr präsent, auch als junger Mensch? Und ja, also meine eigene Familie war eben nicht wohlhabend, ne? Ja. Und ich bin da schon einfach, also es war einfach auffällig, dass ich da so ein bisschen rausfalle schon, ne? Ja. Magst du erzählen, woran sich das so festgemacht hat? Naja, gerade in so Jugend-Teenie-Jahren macht sich sowas zum Beispiel ganz schnell an Klamotten fest, ne? Ja, klar. Also das ist so ein ganz oberflächlicher, aber auch sprechender Indikator, glaube ich. Also, ne, wenn du nicht permanent in den krassen Markenklamotten herumrennst, das fällt mir auf, das fällt denen auf. Ne? Mhm. Wenn es dann, ne, später, wenn du mal was unternehmen wolltest, dann kam das ganz schnell, dass ich halt von meinen, weiß ich nicht, 20 Euro Taschengeld nicht so viel abgefahrene Sachen unternehmen konnte, wie vielleicht andere Kids. Ne? Ja. Mhm. Okay. Und ja. Du hast auch geschrieben, dass es keine schöne Schulzeit war, so dass du die als sehr unangenehm empfunden hast. Ich glaube, Schule ist auch, also meine Schulzeit war auch nicht so geil oder durchweg scheiße, kann man eigentlich sagen. Ich glaube, das ist leider so ein bisschen an dem System Schule sehr immanent, leider. Mich würde aber mal interessieren, dein Einstieg waren ja so ein bisschen die Donuts, aber war da Punk so ein bisschen auch so ein Vehikel, da auszubrechen aus dem Schulkreislauf, aus dem... Ja, also ich würde sagen, ja, dadurch, dass... ich hatte jetzt nicht super viele Freunde, Freundinnen, ne, aber mit meiner besten Freundin da zusammen zu diesen ganzen Punk-Konzerten am Wochenende zu fahren und einfach so ein bisschen auf die ganzen Arschlöcher in meiner Klasse zu pfeifen, war schon total, total gut, total hilfreich, ja, absolut. Okay. Also fühlst du dich dann durch Punk auch nicht mehr so allein irgendwie ganz schnell, ne? Wenn du da so ein bisschen rausfällst aus deiner Klasse, aus deiner Umgebung, ne, dann spricht dich Punk auch an, ja, voll. Okay. Und habt ihr dann auch schnell Leute kennengelernt, wenn ihr da so viel rumgefahren seid? Also gab es dann schon auch so, auch wenn du jetzt vielleicht nicht in der eigenen Stadt dich so da heimisch, aber gab es dann in anderen Städten oder? Ich glaube, da waren wir ein bisschen zu schüchtern für. Also in meiner, erst später, als ich ein bisschen älter war. Okay. Ja. Aber das heißt, ich einfach nur so, um eine Vorstellung zu bekommen, das heißt, ihr seid, habt euch einen Zug gesetzt, seid nach Dortmund oder sonst wo und seid ihr dann auch eher auf die, sag ich mal, größeren Konzerte oder seid ihr da schon sehr früh auch auf die kleinen DIY-Shows gegangen? Das hat ja angefangen. Wir reden nur über die Donuts, aber ja, es hat mit den Donuts angefangen, genau. Nur durch das Kennenlernen von Bands wie Muff Potter, die ja damals auch, ne, also kurz vor von wegen auch noch eine relativ kleine Band war, haben wir auch so ein paar kleinere Orte kennengelernt. Und dann auch über Bands, die übers Internet entdeckt wurden, 999 oder Pesco, die auch Pesco waren damals noch eine relativ kleine Band. Ja. Ne, die, und darüber dann halt auch mal in so kleineren DIY-Spaces, ja.
Okay. Und was waren da so die ersten Läden? Also kannst du dich noch daran erinnern, wo so die ersten Reisen hingingen? Die ersten Reisen. Ich finde es in Remscheid habe ich mal vorher mal gesehen. Müsste ich jetzt aber mal nachgucken, wie der Laden nochmal hieß. Ich komme da gerade aus dem Kopf nicht drauf. War nur das eine Mal da. Okay. Also ihr seid nicht regelmäßig nach Remscheid dann sozusagen gereist? Nee, das hat sich auch nicht so oft ergeben irgendwie. Der Bahnhof Langdreher in Bochum ist ja schon eher noch was größer, ne? Ja, genau. Aber nicht so groß wie die Matrix. Im linken Zentrum im Hinterhof mal. In Düsseldorf, ne? Genau. Ja. Im AK 47, wobei das ja auch, glaube ich, nicht so ein DIY-Space ist, oder? Weißt du das? Ich weiß gar nicht, was das für Strukturen hinterstecken. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, was das AK-47 ist, um ehrlich zu sein. Ich kenne das nur, ich dachte, das wäre jetzt in Gießen, aber das ist da gibt es auch irgendwas mit AK. Ja, ich glaube, in Gießen, ja, da gibt es auch so ein AK, genau, aber das in Düsseldorf gibt es das auch, aber in Flingern, in der Nähe vom Zack ist das. Düsseldorf kenne ich nicht. Offenkundig nicht so eine Verbindung zu Düsseldorf. Nee, ja, glaube ich nicht. Eine Emo-Keller in Essen. Ja, das ist jetzt irgendwie Panikraum oder so heißt, ne? Nee, ist das nicht? Das heißt immer noch Emo-Keller. Ah, okay, finde ich ein super Name. Ja, das ist auch schön, aber also der Panic Room, das ist ja so eine richtige Bar, ne? Das ist, okay. Das ist so ein bisschen eher in der Innenstadt von Essen, mehr oder okay. weniger. Okay. Der Emo-Keller ist echt so mitten im Wohnviertel, so ein in so einer Art Jugendzentrum drin. Okay. Ne? Und da machen die unten im Keller halt Konzerte. Das ist ziemlich cool. Hast du da schon mal gespielt? Ja, da habe ich letzten Sommer haben wir da sowohl mit Kriege und Krust einmal gespielt, als auch mit Dr. Dosenbier. Ja. Okay, cool. Kommen wir ja gleich nochmal drauf. Okay, also das heißt aber, ihr seid schon so in Ruhrpott-Weite getourt, rumgefahren. Und einfach auch nochmal zur Einschätzung. Das heißt, das ist so die Zeit, wo du Muff Potter entdeckst, also mit 16, 17 auch so. Mhm. Und war das dann, also ich frage jetzt mal relativ direkt, hatte sich das auch auf deine Schulzeit dann ausgewirkt, dass du viel unterwegs warst? Also hast du so nach dem Motto, leck mich doch alle, ich habe bessere Dinge zu tun? Oder? Du meinst, ob sich das so in Noten niedergeschlagen hat? Ja, also naja, Noten ist ja das eine. Ich finde, Noten sagen selten was aus darüber. Also, bin ich bei dir, ja. Sondern es ist eher so, also ich finde, da steht eher eine Haltung dahinter so, ne? Wie ernst nehme ich das oder wie nicht ernst? Also Noten selber finde ich, es gibt Leute, die können denen ist Schule scheißegal und haben trotzdem überall gute Noten. Und es gibt Leute, die können sich noch so sehr anstrengen und werden nie in dieses System reinpacken. Also es ist so ein bisschen egal. Nee, mir ging es eher so, also hat es auch dazu beigetragen, dich so ein bisschen zu empowern vielleicht auch? Also mit der Zeit glaube ich schon, dass ich so ein kleines bisschen aus der Schüchternheit rauskam, ne? Auch tatsächlich in der Schule dann sogar ein paar neue FreundInnen kennengelernt habe, die jetzt nicht unbedingt so Punkfans waren, aber ne, auch so ein bisschen alternativ interessiert waren. Auf die Schule gepfiffen, bisschen. Ja, ich habe sehr viele Fehlstunden gehabt, sobald ich mich selbst entschuldigen konnte. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so, da gibt man den also es ist ja gut, dass man es irgendwann selber entscheiden darf, aber man gibt den Menschen halt auch so ein Instrument in die Hand. Ne? Ja, voll. Also genau, also ich habe auch nicht so das mega geile Abi tatsächlich. Okay. Also ja, so eher so ein Durchschnittsergebnis gewesen. Also ja, die Schule kam schon eine ganze Zeit lang ein bisschen kurz, ja, würde ich schon sagen. Okay, aber du hast es durchgezogen, du hast es da ja trotzdem zu Ende gemacht. Genau. Das müsste aber auch so die Zeit gewesen sein, wo du angefangen hast, Gitarre zu spielen, ne? Und mit welcher Motivation? Ging es darum, so, ich will jetzt so Punk-Songs nachspielen? Oder was war so die Motivation beim Gitarrespielen? Also oder war schon eine Band angedacht? Also ich wollte immer total gerne in der Band spielen. Sobald ich da so ein bisschen mehr mit zu tun hatte, wollte ich das unbedingt. Aber das und das war der Grund auf jeden Fall, auf Gitarre zu wechseln. Ja. Ich hatte vorher Keyboard-Unterricht und das und fand dann Gitarre einfach cooler. Ja. Und das hat aber auch nicht sein sollen in der Zeit. Also das ist auch erst passiert, als ich nach Köln gezogen bin.
Okay. Und hat das was mit, auch mit deiner, also du hast es mehrfach auch schon selber jetzt angesprochen, mit der Schüchternheit zu tun gehabt? Also wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Wenn ich so ein bisschen stärker von mir aus danach gesucht hätte, hätte es vielleicht auch geklappt. Aber ich hatte schon, also ich hatte schon ganz oft das Gefühl, dass mich nicht ernst genommen zu fühlen, ne? Also ich unterstelle den Leuten jetzt natürlich was und kann das, die können jetzt nichts dazu sagen, ne? Alle, die da in meiner Umgebung waren, aber so habe ich mich ganz oft gefühlt, ne? Also da dann irgendwie mit Nachdruck dem hinterher zu sein, das war damals nicht so richtig eine Option. Okay. Ja. Magst du uns oder magst du mir mal sagen, wie dieses Schüchternheit sich geäußert hat bei dir? Also, weil ich, also ich finde das ganz spannend. Ich bin leider, also was heißt leider, aber ich war selber nie schüchtern und deswegen kann ich das ganz schwer nachvollziehen. Und das würde mich aber mal interessieren, wie hat sich das geäußert bei dir? Durch ganz viel Zurückhaltung. Das heißt, du trägst zu Gesprächen, stehst vielleicht dabei, aber du trägst nicht so wirklich dazu bei. Ne? Du hörst zu und hast natürlich auch deine Gedanken, aber traust dich nicht, die zu äußern. Ähnlich wie im Unterricht, by the way. Ah, okay. Genau, hätte vielleicht irgendwas sagen können, aber habe mich dann auch ganz oft nicht getraut. Ne? Und das war dann in persönlichen Zusammenhängen ganz ähnlich. Ne? Also, okay. Also war auch nicht gut da drin, Leute anzusprechen. Ne? War da wirklich, musste dann eher hoffen, dass jemand mich anspricht. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so das, was man so wahrnehmen konnte von außen auf jeden Fall, ja. Mhm. Okay. Und bei mir selbst dann halt mit ganz viel Selbstzweifel, ne? Und nicht so einem super großen Selbstbewusstsein einfach. Und eher klein. Okay. Und das heißt aber auch, das hast du ja schon gesagt, es war keine schöne Zeit, also vor allem auch auf der Schule dann damit. Du hast nämlich selber es gibt ja so ein Interview mit dir, was in der Ox mit dir geführt worden ist. Du sagst an einer Stelle, konntest es dir gar nicht vorstellen, irgendwie überhaupt in einer Band zu spielen. Und ich finde immer interessant, ich habe so das Gefühl bei Dudes und mich eingeschlossen, für mich war klar, ich kann 3 Akkorde spielen, ich gründe eine Band. Mhm. Also, worauf ich hinaus will, mich würde einfach interessieren, war das die Schüchternheit oder war es auch oder war es auch was anderes? War es zum Beispiel auch irgendwie so ein strukturelles Ding? Mhm. Also, Schüchternheit spielt da auf jeden Fall rein, ne? Würde ich schon sagen. Ne? Ich glaube aber auch, dass das ein strukturelles Ding ist. Also, ne, das hat sich ja in den letzten Jahren zum Glück echt ein bisschen gewandelt, ne? Dass immer mehr Bands mit Flinter-Beteiligung oder auch wo nur Flinter dabei sind, das machen oder die zum Teil auch schon was älter sind und trotzdem sagen, ey, ich spiele jetzt 3 Akkorde, ich mache trotzdem eine Band, ne, was ja auch echt total cool ist. Voll gut, richtig schön. Ich glaube, zu der Zeit, da hatte ich diesen Mut, das so richtig einzufordern, auf jeden Fall nicht und hatte auch nicht das Gefühl, dabei ermutigt zu werden, ne? Also, okay. Und jetzt, also ich hätte da theoretisch, ne, könnte jeder auch mit, also hätte ich auch mit Freundinnen eine Band gründen können, aber zu der Zeit haben die auch kein Instrument gespielt. Mhm. Hattest du auch noch nicht so das Interesse dran, glaube ich. Ja, und hattest du aber denn Leute, die in Bands gespielt haben, in deinem Umfeld dann? Also gab es da diese Anknüpfung, dass man hätte sagen können, so hey, lass mal eine Band gründen oder so? Ja, also schon. Ein Kumpel, bekannter Kumpel, wie man es nimmt, hatte eine Band und ich habe das mal angesprochen, dass ich das auch so gern machen würde, aber das jetzt ohne dem wirklich was vorwerfen zu wollen, aber ich glaube, der hat das auch nicht so ernst genommen. Also da ist auf jeden Fall kein längeres Gespräch draus geworden. Ja. Und hast du damals schon Songs geschrieben, auch richtig so? Also Texte und Musik? So ein bisschen Texte. Mhm. Richtig Songs schreiben. Also so auf Gitarre meinst du, ne? Nicht so viel tatsächlich. Okay. Nee. Das kam dann auch später und okay. Eigentlich erst mit Lotse. Okay. Mhm. Lotse ist aber noch ein bisschen später dann.
also wenn ich das richtig lese, dann hast du es ja auch so, du bist nach dem Abitur, dann hast du ja dieses Praktikum bei der Ochs gemacht, das war ja der Einstieg in die Ochs. Mich würde mal interessieren, das fand ich nämlich ganz spannend, wie hast du denn die Ochs kennengelernt? Also weil ich zum Beispiel habe die Ochs total spät erst kennengelernt, also ich habe wahrscheinlich zu wenig Zeit am Bahnhofkiosken rumgehangen, aber wie hast du die Ochs denn kennengelernt? Also wie ne? Also ich fand Musikjournalismus immer total spannend und habe also sehr, sehr gerne Musikmagazine gelesen. Mhm. Ich hatte immer wenig Kohle, deswegen habe ich zum Beispiel nicht so oft die Visions gehabt, aber immer so die Intro und die Anke Sallys, die es damals noch gab, die habe ich geliebt. Die Anke Sallys war super, sehr schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja. Und in dem Rahmen dann auch irgendwann das Ochs kennengelernt. Ne, ich fand das am Ochs ganz cool. Also es ist ja ein Punk-Fanzine, aber das Ochs war so, was so musikalische Bandbreite angeht, immer so ein bisschen großflächiger als andere Fanzines. Ja. Und das fand ich ganz cool. Das finde ich ganz cool. Also wirklich als Leserin kennengelernt, ja. Ja, okay. Weil das finde ich aber ganz spannend, dass du das sagst mit der Ochs. Du hast auch irgendwo wirst du, genau, auch in dem Interview sagst du nämlich an einer Stelle, dieses Zitat habe ich zum Glück jetzt mal griffbereit. Ich habe das Ochs immer gern gelesen, weil dort unpopuläre Bands drin sind. Meinst du mit unpopulär im Sinne von nicht Mainstream oder? Mhm. Ja, also genau. Also so eine Band wie, jetzt muss ich kurz nachdenken, weil ich gar nicht weiß, ob Nein jemals ein Ochs-Interview hatten, aber das wäre jetzt das wäre so ein Beispiel für eine Band, die die ja für die Visions zu klein wäre. Ne? Also, ja, definitiv. Definitiv. Ja, ja. Und solche Bands konntest du aber im Ochs finden. Ne? Und ja, das klar, stimmt. Ja. Klar. Ja gut, das Ochs kommt ja auch aus einer Fanzine-Zeit. Ne? So, also wo sich das ja... Genau. Interessant fand ich auch, dass du gesagst, dass du die Plastic Bomb da zum Beispiel einseitiger findest. Das, nicht so wahrgenommen bisher, aber fandst du, die Plastic Bomb war so mehr Punk und... Ja, also auch das Plastic Bomb hat sich ja verändert im Laufe der Jahre. Ja, ne? Ja. Also ja. Das war ja eine Aussage zu meiner Wahrnehmung von damals mit 19. Nee, ne? Genau. Und genau, also ich hatte den Eindruck, dass im Ochs auf jeden Fall mehr Bands drin waren, die mich damals interessiert haben. Ne? Weil ich eben nie so eine Person war, die nur Punk gehört hat. Ja. Genau, also das Plastic Bomb war so das Punk-Fanzine. Ne? So. Okay. Also hab ich das wahrgenommen, ne? Sagen wir es mal so. Ja, also ich meine, solange ich die Ochs kenne, war die Ochs auch immer ein bisschen mehr... war einfach ein bisschen besser, also ein bisschen hochglanziger aufgemacht, bereitet als die Plastic Bomb zum Beispiel. Aber Plastic Bomb hat ja total viel Charme durch ihren Look, ne? Also das ist ja auch die CI halt auch, ne? Also das ist ja, wie man sagt so, ne? Das ist ja das, was das die Plastic Bomb auch ausmacht. Ich habe die Visions auch sehr, sehr lange gelesen und vor allem, ich hatte bestimmt 4-5 Jahre so ein Visions-Abo. Ich habe die irgendwann alle weggeschmissen, weil ich die irgendwie... mir ist irgendwann bewusst geworden, dass, und ich will jetzt gar nicht so gegen die Visions dissen, aber dass einfach irgendwie alles gleich war in der Visions, ne? Also es gab immer so, es war sehr langweilig, sehr belanglos und ich merke, dass, da musste ich jetzt gerade an die Intro denken, die Intro war so ein bisschen, die war zwar so völlig durcheinander immer und war immer so ein bisschen schwer zu lesen, aber immerhin waren sie doch sehr originell in ihren Sachen, ne? Ja, ja. Und die Intro war ja zum Beispiel auch so, ne, da waren ja alle möglichen KünstlerInnen oder MusikerInnen drin, ne? Ja, voll, also, ja. Das ging ja, also das war ja wirklich nicht nur Gitarrenmusik, eher im Gegenteil. So. Ja. Ja. Ja, die hatten sicherlich, also die hatten, waren sicherlich nicht, also was ich gut mochte an der Intro war, dass sie auch Punk mal gefeatured haben durchaus, ne? Und sich da irgendwie die Freiheit rausnehmen. Das war ja eher so die Ausnahme, ne? Ja. Ja, ich habe ja mit Linus Volkmann mal einen Podcast aufgenommen und da quatschen wir auch sehr lange über die Introzeit. Und jetzt muss ich natürlich nochmal auf dich und deine Band zurückkommen. Lotze hat ja auch einen Song, das hat uns nicht die Intro eingebrockt. Was hat denn der Song für einen Hintergrund? Also der Titel ist eine Anspielung auf Pesco, ne? Die haben ja diesen Song Tom York, das hat uns die Intro eingebrockt. Aha. Merkst du mal, ich bin nicht so der Mega-Pesco-Fan, deswegen kenne ich nicht alles. Ja.
guter Song, kann ich zu dir mal hören. Alles klar. Genau, und in dem Song geht es ja so, geht's so ein bisschen um meine Erfahrung als Ox-Schreiberin, ne? Und darum, wie so manche Bands mir damals auch begegnet sind. Es war jetzt keine Erfahrung, die ich ständig gemacht habe, aber ich wurde wirklich mal so richtig angekackt wegen der Rezi. Das fand ich sehr diskutabel, diese Reaktion. Okay. Ja. Obwohl ich die gar nicht so, also die war gar nicht so böse, aber der Typ war wirklich schwer erschüttert davon irgendwie. Okay. Davon handelt dieser Song irgendwie ein bisschen. Also, Musikjournalismus drückt ja immer die Haltung des oder der Autorin aus und Verlisse passieren oder auch mal, dass Leute das anders wahrnehmen, deine Platte anders wahrnehmen, als du es dir vielleicht gedacht hast. Und dann bin ich da eine ganz junge Schreiberin bei so einem Fanzine und muss mir dann sowas reinziehen. Das fand ich sehr unfair. Der hat dir dann eine wütende Mail geschrieben, oder? Nee, der hat mich persönlich angekackt. Wir kannten uns so ein bisschen. Ah, okay. Oh, sehr unangenehm, sehr unangenehm. Das war wirklich ultra unangenehm. Ja, aber ich verstehe es auch so ein bisschen nicht. Also ich freue mich ja auch natürlich mehr, wenn Leute die Platte gut finden. Ne? Das geht uns ja allen so. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch verständlich, aber dieses persönliche Angreifen. Ja, aber also ja, das natürlich ist das verständlich. Also ja, es ist verständlich, wenn man möchte, dass der eigene Krams, den man macht, dass der gut gefunden wird. Mhm. Aber was bringt es mir, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege eine blutleere Rezi, wo sich einfach nur der Promotext abgeschrieben wurde? Also auch so, da habe ich lieber einen Verriss oder da habe ich lieber jemand, der sagt, ey, lernt mal. Ich finde auch immer, die Frage ist ja, wie persönlich ist so eine Rezension? Ne? Und wenn du jetzt reinschreibst und sagst, und deswegen kann ich zum Beispiel auch mit der Rezension, die damals über die EP von Ein gutes Pferd, das ist halt was total Individuelles und du hast die Texte kritisiert und da kann ich sagen, okay, fair point, was soll ich dazu sagen? Ne? So, wenn du jetzt geschrieben hast, oh Gott, die klingen einfach nur scheiße und die können ihre Instrumente nicht und außerdem sehen sie alle noch doof aus, okay, dann hätte ich, glaube ich, vielleicht auch gesagt, so, okay, jetzt wird es irgendwie langsam persönlich so. Ne? Aber auch selbst, auch mit dem Sound, auch das, finde ich, ist halt total individuell. Ne? Also, und ich habe lieber eine ehrliche Meinung oder ich habe jemanden, der mir ehrlich sagt, was er denkt, als dass ich irgendwie, jemand macht Paste and Copy mit einem Promotext, ne? So, auch das ist mir mit Ein gutes Pferd schon passiert, was ich sehr peinlich fand. Genau. Mhm. Und deswegen, es ging um das, was Musikjournalismus vielleicht bewirken kann oder was es auch vielleicht bei LeserInnen oder Bands auslöst. Und im Endeffekt geht es darum, genau. Also euren Ärger, das hat euch nicht die Intro eingebrockt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Genau. Also, und übrigens zu Pesco muss ich nochmal sagen, ich bin vor allem, und ich glaube, damit hassen mich jetzt schon wieder zwei Drittel aller Pesco-Fans, ich mag vor allem die neuen Alben. Ich finde die alten Sachen nicht so geil. Und ich kann mir aber diese Albentitel, ich habe beim Pesco, als ich den Podcast mit Flo von Pesco gemacht habe, ich den Titel des einen Albums, ich glaube, ich habe gesagt, Diene der Party oder Diene, ich habe auf jeden Fall den Titel falsch gesagt und die Leute sind voll Amok gelaufen und haben sich beschwert und haben mir Mails geschrieben. Ja, es haben mir wirklich Leute, ey Valentin, du kannst doch nicht den Titel falsch sagen. Also die Pesco Ultras haben mich da echt, die waren da richtig sauer. Aber dass die Leute sich da so persönlich angegriffen fühlen, da immer so emotional werden, ne? Ja, also ich glaube persönlich angegriffen vielleicht nicht, aber ich glaube schon, also auch interessanterweise, wir machen ja mit Bierschinken steht ja immer unter diesem Thema, ne, ist ja alles nur Verriss und alles nur böse und alles. Und das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich finde, das ist oft sehr, sehr wertschätzend. Und ich finde, auch viele Leute geben sich wahnsinnig viel Mühe damit. Und ich lege einfach meinen Schwerpunkt woanders. Ich schreibe mir jetzt nicht jeden Titel raus vorher und lerne die auswendig, sondern
muss halt gucken oder rate halt so ein bisschen. Das ist halt so, ich finde, das ist einfach mein Schwerpunkt nur. Ne? Mir ist es wichtig, dass ich ein gutes Gespräch führen kann. Und genau. Das bringt mich aber auch nochmal auf den Punkt mit dem Schreiben. Du hast 2010 bei der Ox dann angefangen und da warst du dann, ja, laut Adam Riese 21 ungefähr. 22. 22? 20? 22. Nee, 20 meine ich. 20, glaube ich. Also, ich muss mal kurz nachdenken. Ich habe 2009 Abi gemacht. Mit 19. Ich müsste 20 gewesen sein. Okay, na gut. Also, einigen wir uns darauf, dass du 20 warst. Das finde ich nämlich einen ganz spannenden Punkt. Wie war denn das so? Weil in diesen Fanzines, auch bei der Ox vermute ich, wirst du ja schnell ins kalte Wasser geschmissen und hier, mach mal, schreib mal. Wie war denn das so? Also gerade wenn du auch noch vielleicht noch nicht die, das Selbstbewusstsein hattest, was du später dann vielleicht entwickelt hast. Mhm. Also ich habe ja mit einem Praktikum da angefangen. Ja. Ne? Und, also richtig vor Ort, immer in Siegen, genau, oder wo das ist, ne? Okay. In Solingen, genau. Also so hat das angefangen. Dieses Praktikum war einfach eine sehr schöne Zeit. Also es waren 2 Monate, jetzt nicht so wahnsinnig lang, aber das war eine coole Zeit. Also der Joachim und auch die anderen, die da saßen, die waren da sehr, ne, mach, versuch. Ne, also, ja. Also ich habe da viele coole Sachen machen können. Ja. Unter anderem auch direkt mal eine Platte rezensieren. Und die fanden das gut, wie ich das gemacht habe. Ne? Und dann, ne, wenn du mal positives Feedback hörst, das, das ist dann einfach auch sehr ermunternd. Ne? Dann, also von daher, weißt du noch, was das die erste Platte war, die du rezensiert hast? Ich glaube, es war das 2. Album von Herrenmagazin. Ja, ich glaube schon, weil ich weiß noch, dass meine erste Aufgabe da als Praktikantin war, dass ich morgens die Pakete abgeholt habe, in diese ganzen Plattenzusendungen ans Ox drin sind. Ne? Das ist so die Aufgabe der PraktikantInnen da immer. Die müssen immer diese Pakete abholen und dann, ne, alles eintragen, was da zugesendet wurde. Genau, und dann war die Herrenmagazin da drin. Das wird alles einmal dir gehören, genau, heißt die Platte. Großartiger Titel, großartiger Titel. Ach, fantastisches Album auch. Ich mag das total gern. Ja. Sehr gern. Ja, genau, und hab dann Herrenmagazin da gesehen und ich so, oh cool, oh, Herrenmagazin, das wollen bestimmt alle rezensieren, oder? So eine tolle Band. Und dann war ich total allein in dieser Rezension. Also anscheinend überhaupt nicht beliebt da gewesen. Und dann war das so, ja, dann rezensier du die doch mal. Okay. Ne? Genau. Und war, also kannst du dich noch erinnern, warst du sehr aufgeregt auch dabei? Also so. Also so ein bisschen schon. Ich hatte das vorher mal versuchsweise für unsere Schülerzeitung in der Schule gemacht, muss ich dazu sagen. Das war in dem Sinne nicht meine allererste Rezension. Ja. Aber ich wollte das ja auch, also damals war es mein Ziel, hauptberuflich Musikjournalistin zu werden. Ne? Also ich wollte das ja auch machen. Yeah. Und deswegen war ich also schon aufgeregt, ne, aber auch, also ich wollte schon auch mir so ein bisschen Herz fassen. Ne? Also weil ich wollte das ja eigentlich gerne beruflich machen. Ja. Ich muss an der Stelle nochmal eine steile These aufstellen. Und ich würde mich freuen, wenn du sie, wenn du mir widersprichst oder vielleicht auch nicht, aber du hast mehrfach betont, dass oder du benutzt sehr gerne den Begriff Musikjournalismus. Und ich würde jetzt die These aufstellen, dass wahrscheinlich das Gleiche für Ox als auch für Bierschinken und wahrscheinlich auch für, keine Ahnung, Plastikbomb gilt. Die Leute, die dafür schreiben, würden sich nicht als MusikjournalistInnen verstehen. Nee, voll. Und würden auch das, was sie machen, es ist, also natürlich ist es Musikjournalismus, es ist eine Form von Journalismus, keine Frage. Aber war dir das damals schon, war das dir der Begriff schon so klar? Also mir war schon klar, dass es ein Fanzine ist. Ne? Ja. Und also, dass das Schreiben fürs Ox kein Beruf sein kann. Ne? Also genau, schon. Aber die Tätigkeit, aber, war dir das schon so? Was da so zu tun ist, meinst du? Oder wie meinst du? Ja, nee, auch einfach so, also war dir schon so klar, ich möchte, also wie soll ich das beschreiben?
konntest du dir schon so richtig was vorstellen unter dieser Tätigkeit? Also für mich ist das so, für mich war immer Musikjournalist so total abstrakt. Das waren so, weiß nicht, das war überhaupt nicht nahbar, fand ich. Und also habe auch sehr spät erst mit Fanzines Kontakt gehabt. Deswegen konntest du das schon mit so 20 sagen, ich möchte Musikjournalistin werden und ich möchte, ne, so. Also da ich ja nie fest in dem Bereich Fuß fassen konnte, weiß ich natürlich nicht, ob ich jene wirklich realistische Vorstellung davon hatte. Ne? Aber ich hatte eine Vorstellung davon. Ne? Auch wie gesagt, ich habe ja nicht nur Fanzines gelesen, sondern auch total gern die Intro und das Anke Sallys. Genau. Also ich dachte zumindest, ich hätte eine Vorstellung davon, sagen wir es mal so. Okay. Hast du es denn im Laufe der Jahre versucht, auch richtig Fuß zu fassen? Also so Klinken putzen bei größeren Magazinen und all sowas? Ja, also ich habe es versucht, aber ohne Erfolg. Also, ja. Okay, und weißt du, also kannst du sagen, oder wurde dir mal eine Rückmeldung gegeben, warum? Also weil ich finde, also ich persönlich mag deine Schreibe total gerne, also... Das ist total schön zu hören. Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Schreibe zu tun hat. Vielleicht auch. Ne? Also grundsätzlich ist es ja, also ich habe es natürlich ein bisschen persönlich genommen, weil ja ein Traum für mich zerplatzt ist. Ne? Aber im Endeffekt, es wollen so viele Menschen wollen Journalisten werden. Ne? Das ist oder JournalistInnen werden. Das ist ein super beliebter Berufswunsch und es gibt einfach ultra wenig Stellen für diese wahnsinnig vielen Leute. Ja. Am Ende ist es, also die wenigen, die es dann schaffen, haben dann vielleicht auch irgendwie auch Glück oder irgendwie haben noch mal mehr Praktika gemacht. Ne? Vielleicht habe ich zu wenig Praktika gemacht in dem Bereich. Oh Gott, noch ein Praktikum. Ja, dieses, ich finde das auch blöd. Ne? Also wer kann das dann bezahlen, ständig unbezahlt Vollzeit zu arbeiten? Also ich konnte das nicht bezahlen. Nee, und also ich finde es auch unmöglich. Also bin ich voll bei dir. So. Ja, aber wie gesagt, also der Einstieg in diesen Bereich ist einfach auch schwer. Ne? Und das schaffen einfach, also viele scheitern daran und ich bin eben auch daran gescheitert. Ja. Okay. Hast du dir das sehr zu Herzen genommen? Ich war sehr, sehr traurig. Ja, ich habe mir das schon sehr zu Herzen genommen, ja. Na, also ich habe dann irgendwann habe ich das für mich so endgültig abgeschlossen, das wird nichts und ich habe jetzt auch keine Lust mehr, mir permanent irgendwie rumzujobben, nur um in der Hoffnung, dass ich irgendwann doch nochmal in meinen Traumberuf gelange. Ne, und das war schon schmerzhaft für mich, auf jeden Fall. Also ich war richtig, richtig traurig, ja. Okay. Also ich habe nämlich eine Rezension von dir rausgesucht, die durch Zufall einer Band, auch hier wieder eine Gemeinsamkeit, eine Band, die ich abgöttisch liebe, die ich leider erst entdeckt habe, als sie sich schon aufgelöst haben. Du hast diese Rezension im Oktober 2011 geschrieben für die Ox. Es geht um Adola. Und es geht zu der Platte, du tanzt immer noch zu den Takten des Programms. Heißt die nicht zu den Takten des Programms? Die zu den Takten des Programms heißt sie, meine ich. Ja. Und also überhaupt, was für eine fantastische Band. Also was ich fand die auch ganz toll. Also ich habe die wirklich erst entdeckt. Ich habe die erst entdeckt mit der Kälte der neuen, mit der Kälte der neuen Biederkeit. Also wirklich ganz am Ende erst. Und auch da habe ich eigentlich erst nach dem Auflösen gecheckt, was für eine geile Band. Und du schreibst aber so wundervoll. Also ich find's wirklich eine tolle Rezension. Und du, Andi von Unterm Durchschnitt hat die nämlich auf seine Homepage auch gepackt. Und du schreibst, der letzte Song Wein ist meine Jacke macht mit den offengelegten Gefühlsebenen endgültig völlig fertig. Und ein großartiges und gewaltiges Ende für eine Wahnsinnsplatte, die so wichtig ist, dass man sie gerne jedem aufdrängen möchte. Also ich finde, das ist eine Rezension, da würde ich sagen, okay, da kaufe ich mir die Platte jetzt, weil ich das gerade so mitnehmen finde. Genau. Also und das finde ich auch so beeindruckend. Also ich meine, da hast du ja de facto gerade mal ein Jahr für die Ox geschrieben. Also ist ja noch gar nicht so lange hin. Und genau, also ich fand, es gibt auch noch eine andere, die ist dann so ein bisschen, also es sind jetzt nur so zwei Beispiele, die ich mal rausgesucht habe, weil ich die einfach gut fand.
Wiederum hast du mal über, wie heißt dieses furchtbare Projekt, Schreng und Lala, hast du geschrieben, als seid ihr ein Teil des Unterhaltungsprogramms auf dem hiesigen Mittelaltermarkt. Es ist großartig, dieser Satz, also der Satz ist wirklich genial. Vor allem, aber ey, das ist... Ja? Also ich finde den Satz auch lustig. Yeah. Aber ich, also wirklich Schreng und Lala werfen mir diese Zeile bis heute immer mal wieder vor. dann sollen sie aber mal klarkommen, oder? Also ich weiß nicht, wie viel Ernst dahinter steckt, ne? aber es ist echt lustig. Die fanden das, auch sehr auffällig auf jeden Fall. Also ich glaube, Jörg, es ist in so einem Interview, ich bin da drauf gestoßen, weil die es in einem Interview selber erwähnt oder wurde das erwähnt und dann wurden sie danach gefragt und Jörg reagiert auch relativ humorvoll damit und auch Lasse schreibt zumindest, es hat mich vielleicht ein bisschen beleidigt, weil Mittelaltermarkt halt einfach so, das absolut gar nicht das ist, wo sie sich sehen und auch so eine Aversion richtig dagegen haben und ich finde, das kann man auch gut verstehen, aber ich finde, wenn ich dieses, also ich zum Beispiel kann mit diesem Akustikgeschrall und dann dazu singen, nix anfangen, egal wie, also ich mag Love A und die, also vor allem die alten Sachen von Love A finde ich großartig, aber dieses Akustik-Schrall-Punk-Zeug, wow, kannst mich mit jagen und insofern finde ich den Satz einfach sehr gut. So. Auch wenn er gar nicht so zutreffend ist, aber er ist einfach ein super witziger Satz. Na, ich fand das irgendwie ein schönes Bild, ich weiß auch nicht. Also, ja. Das zeigt aber schon auch. Entschuldige? Ich wollte nee, alles gut. Aber alles das gut. Zeigt schon so ein bisschen auch, dass du das Humor auch eine ganz große Rolle spielt dabei, oder? Ja, also ich meine, das ist. Also ich bin nicht immer witzig in so Texten, ne? Das wäre cool, wenn das so beim Adula-Text ja nicht, aber nee, also genau. Der Adula-Text ist nicht witzig, der ist sehr, sehr emotional, sehr. Einnehmend, ja. Im positiven ja. Sinne meine ich jetzt, ne? Ja. Aber ich lese ja selber auch gern lustige Reviews, ne? Mhm. Also, ne, das ist ja auch, wenn die Leute das gut finden und dann aber auf so eine lustige Weise rüberbringen, wie cool sie es finden, das ist ja auch total schön. Also, ja, also und genau, also Spaß dabei, Freude dabei, das ist, finde ich total gut, ja. Mhm. Und gerade über den, wir haben ja kurz vorher über den Lotze-Text mit der Intro gesprochen, der ist ja auch mit dem Augenzwinkern dann geschrieben, oder? Ja, schon. Ja, ja. Genau. Das heißt, wird das auch mal, also, oder sagen wir, ich frage mal so, wie albern darfst du denn oder wie humorvoll darfst du schreiben für die Ochs? Ich wurde diesbezüglich noch nie gebremst oder angesprochen. Okay. Also anscheinend bewege ich mich da auf sicherem Terrain in Sachen Humor. Okay. Also ich finde es ja bei Bierschinken... Also darauf, das hat Joachim noch nie angesprochen. Nee. Okay. Ich finde ja bei Bierschinken ganz gut, dass Föhl tatsächlich einfach uns da also außer da steht jetzt ne, irgendwie diskriminierende Scheiße drin oder irgendwie, dann sagt er, das geht gar nicht so, aber ja. So. Also er lässt ja sogar meine Rechtschreibfehler immer drin, weil er sie ganz zu faul ist zu korrigieren, obwohl es ihn, glaube ich, wahnsinnig macht, dass ich da immer Rechtschreibfehler oder Sätze, die keinen Punkt und Komma haben. Okay, aber soll wirklich dein Text einfach sein dann, oder? Naja, es ist, also ich schreibe ja oft, also ich schreibe tatsächlich einfach oft ein Satz, der hat irgendwie, den man wahrscheinlich in 10 Hauptsätze aufteilen könnte, aber es ist bei mir halt ein Satz mit vielen Nebensätzen und Verschachtelungen. Und ich glaube, am Anfang hat Föhl tatsächlich noch so ein bisschen versucht, Rechtschreibung zu korrigieren und hat es dann aber irgendwann gelassen. Ich meine, da hat ja auch Besseres zu tun, als meine Rechtschreibfehler rauszukorrigieren. Ne? So. Ja, aber also Föhl setzt ja nie da Grenzen bei sowas? Also, nein, überhaupt nicht. Nee. Also wir hatten mal eine Diskussion Föhl, aber da ging es nicht um eine Rezension, da ging es eher darum, dass ich gesagt habe, alles klar, ich bespreche das, aber das wird ein Verriss. Und das fand er doof. Da hat er mir auch relativ klar gesagt, das finde er doof, wenn ich jetzt rangehe und sage, von vornherein, ohne die Platte gehört zu haben, einfach zu sagen, ich verreiß das jetzt. Ja, da hatten wir ein bisschen tatsächlich eine Diskussion, also kein Streit, aber durchaus schon, dass wir ein paar Sprachnachrichten uns hin und her geschickt haben, um nochmal die Standpunkte klar zu kriegen. Letztlich habe ich das halt in so einem Chat eher humorvoll gemeint und ich glaube,
ohne jetzt irgendwie, dass ohne dass ich jetzt irgendwie ja einfach grundsätzlich böse sein wollte, sondern es war einfach eher so ein Humor und er hatte das, fand das halt doof und ja, ich glaube das, also nee, Grenzen aber in dem Sinne nicht. Also ich glaube, Fö ist eher motivierend, der freut sich, glaube ich, eher darüber, dass alle Leute, ne, so, ne, dass wir hier so Podcasts jetzt machen, auch und so ein Kram. Das ist eher ja. so da, das, der, das Ding dahinter. Ja. 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 Also ich muss jetzt mal droppen an der Stelle, weil wir ja auch schon über die Band geredet haben. Es ging nämlich um die Donuts, um das letzte Album der Donuts. Und ich hatte im Chat geschrieben, okay, ich schreibe da eine oder ich mache einen Podcast dazu, einen Rezi-Podcast, aber das wird, der verreiße ich sie. Und das fand er doof. Und tatsächlich fand ich die Donuts immer doof und habe die letztes Jahr auf dem Rock am Berg gesehen. Und hab den Guido von den Donuts kurz im Podcast auch gehabt für so ein, da haben wir so ein bisschen nerdy über Gitarrenkrams geredet und fand den so unfassbar sympathisch. Und es gab noch so eine andere Aktion, wo der Ingo, ich weiß nicht, Rock am Berg, wenn du es nicht kennst, da ist so der Backstage-Bereich ist ein bisschen weiter oben. Und es spielten auf der kleinen Bühne spielten Beate X Usus, so eine, kennst du, ne? Also so eine von Stemmen, von Notgemeinschaft, die andere Band. Und die machen ja so 80er Jahre Oldschool Hardcore. Und dann angeblich schrie dann wohl Ingo Dunert, war oben im Backstage und schrie, ah, das ist meine Jugend, und rannte den ganzen Weg runter zur Bühne, um sich noch irgendwie die letzten drei Songs anzugucken. Und das fand ich eine sehr sympathische Aktion, genau. Und dann tatsächlich haben die abends gespielt und musikalisch wird das nicht meins sein, aber ich fand, das war eine richtig tolle Show. Und ich bin einfach richtig gut unterhalten worden an dem Abend. Und jetzt habe ich meinen Frieden mit den Donuts gemacht. So offiziell. Schön. Ja, genau. Also, ich werde, also glaube ich, nicht trotzdem zum Konzert gehen, aber ich habe meinen Frieden gemacht. Ja, also die haben bei mir halt so einen sentimentalen, besonderen Stellenwert, weil es halt meine erste Band war. Ne? Ja, und, klar. Und ähnlich wie dein Effekt, ne, die kommen ja auch wenn sie live spielen, immer einfach super sympathisch rüber, finde ich. Und die sind so sehr leicht ins Herz zu schließen. Und ich verstehe total, wenn man die jetzt nicht so feiert. Ne? Das ist, finde ich, überhaupt nicht absurd. Ich kenne auch außer mir jetzt echt nicht viele Leute, die diese Band so richtig gerne mögen. Aber ich mag sie immer noch. Ja. Ich finde, die haben tatsächlich, also ich mag die englischsprachigen Sachen vor allem. Also zwar vor allem diese Phase, wo sie so mit Wake the Dogs und Stop the Clocks, also wo es so ein bisschen weg von diesem Rock war und ein bisschen mehr in dieses Wavige, so ein bisschen auch mit den Synthies gearbeitet haben. Also wo es so ein bisschen wegging von diesem Rocksound, den ich, glaube ich, grundsätzlich immer eher ein bisschen langweilig finde, oder es mich nicht so abholt, so, ne? Ja, ich kann aber mich auch, ehrlicherweise, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass ich Whatever Happened to the 80s schon auch ganz geil fand, als ich Anfang 20 in die Uni gegangen bin. Da habe ich das auch rauf und runter gehört. Ja, so ein Hit. Ja, total. Und ich glaube, ein Hit muss man auch einmal schreiben, ne? Also Hits muss man schreiben können, ne? Ja, das fand ich ja auch ganz lustig. Habe ich mit Nord auch ein bisschen länger drüber gequatscht, dass die ja jetzt im Studio waren und da so eine, ja, eigentlich schon irgendwie so ein bisschen so eine Bon Jovi-Platte ja auch aufgenommen haben, ne? Wo du ja auch mitgesungen hast, ne, glaube ich. Ja, aber das war ja tatsächlich auch im Studio von den Donuts. Ah, okay. Also das war auch aus der Perspektive total cool, da ins Studio zu fahren und dann diesen ganzen Donuts-Krempel, der irgendwie auch rumsteht, zu sehen. Das war schon, das ist mein Fanherz nochmal ein bisschen geschlagen, ja. Ja. Okay. Wir werden sicherlich nochmal über die Orks sprechen, aber lass uns mal zu Lotze kommen. Lotze hast du dann ja in Köln, du bist dann irgendwann nach Köln gezogen, ne? Genau. Warum eigentlich Köln? Nach der Schule, nach dem Abi, habe ich ein Jahr quasi pausiert, im Sinne von, ich habe nicht sofort angefangen zu studieren oder eine Ausbildung zu machen oder so, sondern habe halt, also wollte diese Zeit, in der ich noch zu Hause wohne, eben nutzen, um so ein Praktikum machen zu können. Ja. Genau, und mal zu gucken, was für Möglichkeiten sind. Und dann wollte ich aber doch studieren. Ne, nach diesem Jahr. Und Köln und Mainz waren die einzigen Unis, die mich angenommen haben. Und dann habe ich mich für Köln entschieden. Okay.
Ja. Was hast du da studiert dann? Ich habe da Germanistik und Philosophie studiert. Ah ja, gute alte Geisteswissenschaften. Auch das verbindet uns. Du hast auch was in dem Bereich gemacht? Neueste Geschichte, Soziologie und Amerikanistik. Ja, cool. Ich habe noch so diesen Magisterhintergrund und ich glaube, es gibt wenig Leute, die ihr Studium beenden konnten und so wenig an der Uni waren wie ich. Also okay. Ihr Lieben, bitte entschuldigt diese kurze Unterbrechung, aber ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieser Podcast unterstützt wird von Fabian von shelterstudios.ch. Fabian mischt und mastert diesen Podcast, hilft mir in allen schwierigen Notlagen mit dem Aufnahmeprogramm oder rettet Spuren. Und wenn ihr eine Band habt und braucht mal eine gute Aufnahme, einen Feinmix oder ein ordentliches Mastering, dann meldet euch bei Fabian unter shelterstudios.ch. Der Link ist in den Shownotes und jetzt geht's zurück zum Podcast. Okay, also du bist nach Köln gegangen, und bist gleich in den DIY-Himmel eingetaucht oder wie war das so? Ja, ist ein bisschen übertrieben. Also ich kam da erstmal an und war natürlich auch ein bisschen überfordert, weil ich auch wirklich niemanden in Köln kannte. Also war auch erstmal komplett alleine. Das ist aber auch mutig, ne? Also Thema schüchtern. Es war auch nicht so einfach, muss ich auch sagen, am Anfang. Also da habe ich auch oft nochmal so einen Weg nach Wuppertal angetreten, weil also das ist ja dann eine sehr kleine Entfernung gewesen. Ne? Ja. Das kam jetzt nicht auf Anhieb. Genau, also ich habe das erste Mal so einen DIY-Space in Köln besucht, weil ich da Mikrokosmos 23 interviewt habe für die Ox. Genau, die mochte ich auch sehr gern. Ne? Ist ja auch eng verwandelt mit Anna. Oh, und Peter ist ja auch das absolute Herzchen. Oh. Ja, super, super lieber Typ, absolut. Mit denen, also Peter spielt ja jetzt bei Elmar. Und mit denen haben wir letztes Jahr auch ein paar Konzerte gespielt, das war auch super schön. Ja, das ist... Die sind auch alle sehr nett. Ja, die sind wirklich... Also ich habe auch mit denen ein paar Konzerte gespielt und Big Love. Ich habe auch deren letzte vier Songs Tape habe ich besprochen für Bierschinken. Robin hatte mir die netterweise zukommen lassen und finde ich großartig. War eine gute Platte. So. Ja, ich finde die auch cool. Ja. Genau. Und das war sozusagen mein Kennenlernen dieses DIY Ortes und dann habe ich das Glück gehabt, doch mal im guten alten Kennenlernkurs im Philosophiestudium an der Universität zu Köln. Das kann ich nur allen empfehlen, die irgendwie Leute kennenlernen wollen. Textverständnis und Essay-Training, irgendwie der einzige von zwei Pflichtkursen, die man da machen muss. Da habe ich dann tatsächlich mal coole Leute kennengelernt. Mhm. Okay. Und bin dann mit denen auch schon mal auf Konzerte gegangen, dann auch ins AZ. Genau, und das war dann sozusagen, ne? Also so komplett da allein hingehen, das war schon ein bisschen wild. Ne? Als ich dann coole Leute kennengelernt hatte, war das ein bisschen schöner. Genau. Das war so mein Zugang. Und dazu gehörte eben auch der Schlagzeuger von Lotze, der Lars. Also der war der Mitbewohner von einer Freundin aus dem Philosophiestudium damals. Okay, gut, da kommen wir gleich zu. Lass uns noch einmal, jetzt hast du gerade das Fass aufgemacht mit dem Interview mit Mikrokosmos, das würde mich interessieren, weil auch Thema Schüchternheit, also erstmal zu der Zeit, da waren Mikrokosmos wahrscheinlich noch nicht so groß, ne? Da ging das gerade los bei denen wahrscheinlich mit der, ne? Die waren ja eine Weile dann ja schon dicker aufgestellt mit irgendwie Booking und so, aber das in dem besagten Laden ist ja eher kleinere Bands unterwegs, ne? Ja. Und wie war aber das Interview? Warst du sehr aufgeregt und waren die sehr... Mega. Also ja? Ja, ich war sehr aufgeregt. Also das war nicht mein allererstes Interview fürs Ox, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das allererste war mit Käferkar, die so ein bisschen kleiner waren. Ja. Aber auch da war ich ultra nervös. Also das hatte zu dem Zeitpunkt auch echt gar nichts damit zu tun, wie groß oder klein jetzt so eine Band ist. Ich fand die halt cool und somit war es aufregend. Ne? Okay. Und hattest du aber selbst, also du hast ja bei Käferkar hast du irgendwo auch erwähnt, dass die total cool waren und super entspannt waren. Und, hat das geholfen auch dann fürs Selbstbewusstsein? Ja, also total, ne, da positive Erfahrungen zu machen. Ne, diese Interviewsituation ist gar nicht so, also liegt mir vielleicht doch, ne, und ich komme vielleicht doch ganz gut mit den Leuten zurecht in diesem Rahmen. Und muss ich vielleicht gar nicht so zweifelnd daran gehen. Ja, sondern genau. Kann das ein bisschen lockerer machen, das schön. Auf jeden Fall hat das geholfen. Also mit jedem weiteren Interview wurde das auch besser. Ne? Ja, also, okay. Ne, also da ist Routine auf jeden Fall, also Routine klingt dann wieder so ein bisschen negativ, ne? Aber so mit der Übung wird es besser, ne? Ja, voll. Okay, cool. Und bist du sehr, wie bereitest du so ein Interview vor? Also bist du da sehr
Oder wie war das damals und vielleicht, wie hat sich's verändert über die Jahre? Also liest du alles, was das Internet hergibt oder wie bist du? I try. Ja. Ja, also schon, ich versuch's schon. Also ich, ja, ich versuche schon, ne, zu gucken, was vielleicht schon mal in anderen Interviews mit der Band so erzählt wurde. Oder, also hör mir die Platten an, guck mir die Texte an, wenn es möglich ist. Mhm. Genau, ja, also das ist so die Vorbereitung, ne? Dann so ein paar Stündchen, manchmal auch nur eine Stunde. Ne? Bei manchen Bands ist ja einfach nicht viel zu finden, gerade wenn die ein bisschen kleiner sind. Da findest du online einfach nicht viel. Ja, ja, okay. Und, gut, also springen wir mal wieder. Ich springe ja immer gerne in meinem Podcast, deswegen, wir waren jetzt gerade wieder mal beim Musikjournalismus. Jetzt springen wir wieder zu Lotse. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass ich total vergessen habe zu fragen, wie das jetzt eigentlich mit der Politik in deiner Teenie-Zeit war. Das müssen wir auch noch irgendwo einbauen, weil dieser Podcast heißt ja Punk und Politik. Aber das ist ja das Schöne, das ist so ein schönes Chaos, dieser Podcast. Und wir machen einfach so, wie es kommt. Ja, aber also, in normalen Gesprächen ist es ja auch so, oder? Also von daher. Ja, genau. Also im Prinzip ist es ja eigentlich, ist ja die Idee so ein bisschen, man sitzt betrunken in der Kneipe und man lässt einfach nur ein Aufnahmegerät laufen. Guck mal, schönes Konzept. aber okay, also du hast gerade schon erwähnt, den euren Schlagzeuger von Lotse hast du, der war irgendwie, ne, über Bekannte und so. Und hast du so gesagt, ich spiele Gitarre und du spielst Schlagzeug, let's make a band, oder wie war's? Das war so, dass also wir sind zusammen auf ein Konzert gegangen in Köln. Mhm. Da habe ich ihn kennengelernt und da haben wir über Musik geredet und ganz schnell gemerkt, dass wir ganz viel gemeinsam haben, ganz viele gemeinsame Lieblingsbands haben. Mhm. Zum Beispiel, Potter, ich weiß nicht, wir haben unter anderem Muff Potter, genau. Und wir haben auch selber Klick Klick Decker gebaut. Oh, ja, ja. Genau, und und irgendwie kamen wir dann auch schnell auf dieses Thema, das Lars auch so ansprach, ne, dass er auch gern in einer Band spielen würde. Und ich so, ja, ich auch, hier. Ja. Genau, und also das haben wir dann auch ganz, ganz schnell probiert. Also das war dann gar kein weiteres, keine weitere Diskussion. Wir haben es dann einfach gemacht, genau. Ich habe dann auf einer anderen Party über eine Freundin, der ich erzählt hatte, dass ich jetzt eine Band gründen will und dass wir noch jemanden brauchen, der Bass spielt. Die hat uns dann den Matthias vorgestellt und dann waren wir schon komplett. Okay. Und kannst du dich noch an die erste Probe erinnern, wie sich das angefühlt hat? Ja, also es war so ein bisschen awkward, weil ich ja, wie gesagt, noch nie wirklich in der Band gespielt hatte. Ja, also wir auch nie, also schon so eine Idee hatten, wo es hingehen soll, ne? Apropos Muff Potter so. Mhm. Ja, aber ich habe dann auch gemerkt, ich hatte zu dem Zeitpunkt die Gitarre auch eine ganze Weile nicht in der Hand gehabt und war dann auch so ein bisschen unbeholfen, dachte, oh Gott, das will der jetzt wirklich eine Band machen, wenn ich hier so rummurkse, ne? Aber doch wollte er. Okay, und wo habt ihr geprobt? Ja. Wir haben, er hat tatsächlich die Initiative ergriffen und eine E-Mail geschrieben an so einen Proberaum. Also wir haben einen Proberaum gemietet direkt. Mhm. Ja. Wow, das ist ja wirklich Initiative, also, oder? Also ja, wirklich, aber es war so sehr klar, okay, wir machen das, ne? Wir probieren das nicht, wir machen das. Okay. Ja. Und ich finde, ihr singt ja alle drei bei Lotse. Hat das auch alles gleich funktioniert? Also war man sich so gleich einig oder musste man sich erstmal warm ruckeln oder und auch persönlich? Mhm. Also ihr wirktet, und das fand ich, glaube ich, ich glaube, das ist, ich fand euch, ihr wirktet auch wie eine ziemliche Einheit in Göttingen, so ihr drei, ne? Also so auch so ein, nicht nur so, sag ich mal, eine Band, sondern ihr wart auch so sehr eng miteinander, so wirkte das zumindest. Ja, das ist auch so. Also das ist auch immer noch so, auch wenn wir uns jetzt nicht so oft sehen können. Ja. Wir haben uns alle total lieb. Auch das war auch, es ging ganz schnell. Ne? Das, manchmal triffst du auch so Leute und das funktioniert einfach. Ja, ja, total, ja. Ja. Und mit dem Singen, also ich hatte voll Bock. Ich singe sehr gerne. Mhm. Ne? Fand das natürlich auch dann, als es dann mal ums Live-Spielen ging, auch extrem aufregend, aber wollte das auf jeden Fall gerne machen.
Der Lars hatte da gar nicht so Interesse daran, das kam erst später. Da mussten wir ihn tatsächlich so ein bisschen überreden, dass er das auch mal macht. Okay. Ja. Genau, der Mathis hatte auch Bock und... Hatten die schon Band-Erfahrung? Ja, so ein bisschen. Mhm. Okay. Genau. Okay. Und also mehr als ich auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt keine Namen nennen. Das ist, also da war jetzt keine längerfristige Band dabei, die eine Platte hat oder so. Aber die hatten das schon mal gemacht, ja. Okay, ja. Nee, ich frage, weil ich finde, also das macht schon einen Unterschied, glaube ich, wenn man mal so in einer, ne, in einer, also aus eigener Erfahrung, ich habe mal mit einem Bandmitglied, der einfach keine Banderfahrung hatte und das war für alle anderen einfach sehr auffällig, dann, ne, also das ist gar nicht böse oder nicht negativ gemeint, aber man merkt es natürlich, ne, wenn man schon ein paar Jahre oder mal was gemacht hat. Voll, ja, kann ich mir vorstellen, ne. Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr live gespielt habt mit Lotse? Also war das auch so, okay, wir machen jetzt hier nicht nur Proberaum, sondern jetzt geht's ab? Ja, also wir wollten das auf jeden Fall gerne nicht im Proberaum belassen, weil das war so eine Sache, von der Lars auch berichtet hat, dass er so ein Proberaumprojekt hatte er halt schon mal und so soll das bitte nicht werden. Ne? Ja. Ich weiß tatsächlich aus dem Kopf gerade nicht, wie lange das genau gedauert hat. Ich würde sagen, vielleicht so ein halbes Jahr oder so. Okay. Aber das weiß ich wirklich nicht so genau gerade. Ja, genau. Da haben wir in Wuppertal tatsächlich gespielt. In so einem Ort, den es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Das war irgendwie so ein Kellerraum auch. Okay, und wie kam es? Cool. Über Connections von dir? Genau, über eine Bekannte, ja. Okay. Ja. Aber so richtig schön DIY-Show dann gemacht. Ja. Schön. Ja, das war sehr nett, ja. Und kannst du dich noch an das erste Studio aufnehmen? Also so das erste Mal so Recording? Ja, also wir waren so richtig im Studio, war ich erst viel später. Wir hatten, das war dann wiederum ein Kumpel von Matthias, der hatte sich angeboten, uns aufzunehmen. Mhm. Ja, und das war auch, ja, also das war auf jeden Fall eine ungewohnte Situation. Ich wusste gar nicht, wie das läuft. Also die ersten Aufnahmen waren dann im Endeffekt, glaube ich, auch echt also so semi-geil, sagen wir mal. Aber das ist im Punk-Bereich auch irgendwie manchmal ja voll in Ordnung. Ja, aber das war schon cool zu sehen, wie das überhaupt funktioniert. Ich muss dazu sagen, dass ich Technik insgesamt nicht besonders interessant finde. Ne? Also hab da, also jetzt eine Aversion wäre übertrieben, aber ich habe nicht so eine Affinität dazu. Und trotzdem ist es natürlich cool, das zu sehen und dabei zu sein, ja. Aber wenn du, das würde mich interessieren, hast du denn irgendwie was so Gitarre anspielen? Also hast du dir dann irgendwie, also ne, klar, man braucht eine Gitarre und einen Verstärker irgendwie, aber hast du dir dann auch irgendwie gleich Tretminen oder irgendwas besorgt? Oder war das erstmal so lange noch gar nicht Thema? Wie gesagt, ich hatte nicht so eine krasse Technikaffinität. Okay. Deswegen, aber man braucht ja eine Verzerrung, oder? Nee, oder voll. Also aber ich hatte meinen Amp, das war meine Verzerrung. Ja, okay. Genau, und dann, ich hatte da, zu einem Zeitpunkt gerade unerwartet ein bisschen Geld gehabt. Okay. Und ich habe so ganz blöd so ein paar Amps ausprobiert und dann halt einen gekauft, den ich mir leisten konnte. Ne? Und meine erste Gitarre war tatsächlich eine von meinem Bruder, der die nicht mehr haben wollte. Ja. Ja. Genau, und mehr war das erstmal nicht. Also, okay. Ja. Ich habe falschrum angefangen, als ich angefangen habe, Lotse zu hören, habe ich mit der letzten EP von 2021 angefangen und habe dann aber nochmal rückwirkend angefangen und ihr habt ja total den Pop-Appeal da drin, ne? Also so ihr schreibt ja einen Hit nach dem anderen auch, also es ist ja, sind so, es geht ja total ins Ohr, so Klingelschild, der Refrain, habt ihr nicht aus dem Kopf gekriegt, erstmal wieder. jetzt ist es ja so, wenn man sich in diesem DIY-Umfeld bewegt, so ein bisschen, hat man ja doch auch manchmal damit zu kämpfen, dass man, oder nicht zu kämpfen, ist vielleicht übertrieben, aber also mir ging das so zumindest oft so, dass man schon schräg angeguckt wird, wenn man jetzt erstmal so ein bisschen, vielleicht nicht die Crust-Hardcore- Punk, Julian vom Dreck unter Nägel Podcast würde sagen, Kante, die Punk-Hardcore-Kante drin hat. Wie war denn das für euch? Also, war euch das egal? War ihr da entspannt? Oder war das schon so ein bisschen noch, hoffentlich klappt das oder so?
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal darüber geredet hätten, dass das irgendwie härter sein müsste, damit uns irgendwie ja. Leute cool finden. Nee. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wir fanden das alles total gut, was wir da gemacht haben. Ja, schön. Das ist ja das Wichtigste. Ja. Ne, also, genau, und wir haben jetzt nicht so super viel gespielt. Das war auch noch so eine Zeit, da war dieses, ne, diese Awareness dafür, dass mehr Flinter auf der Bühne sein sollten. Mhm. Es war da anfangs zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß. Ja. Ne, das ist ja eine tolle Entwicklung der letzten Jahre. Aber das ist ja wirklich eher die letzten Jahre, ne? Also da reden wir genau. Ja über die letzten 3, 4, 5 Jahre, wenn überhaupt 5 Jahre, ne? So. Genau, als wir da mit Dutz angefangen haben, da war das noch nicht so. Ja. Und na, also da sind wir auch eher deswegen so ein bisschen rausgefallen, glaube ich. Also im Emo-Bereich sind es tatsächlich auch noch weniger Flinter, habe ich immer den Eindruck, als jetzt so im Deutsch-Punk- oder Hardcore-Punk-Bereich. Also es ist echt? Also, zumindest damals hatte ich diesen Eindruck. Ja, also dieser Emo-Punk-Bereich ist, also ich glaube generell ist einfach dieser, ich muss da ganz selbstkritisch sein auch, ne? Abgesehen von Dover habe ich, glaube ich, kaum Punk mit weiblicher Beteiligung gehört. So, das, ne? Also. Ja, also same. Ne? Ich habe jetzt, also das mehr geworden einfach, ne? Ja. Kannst du dich frei machen? Also das heißt, kannst du dich frei machen von Erwartungen von anderen, wenn du Songs schreibst? Oder also ist immer so eine, ist so ein bisschen so ein, also oder andersrum. Ich kann es zum Beispiel nicht. Also ich bin immer biased davon, dass ich denke, wie kommt das? Wie wenn ich mir vorstelle, wie, ne, ich nehme meistens hier zu Hause so ein bisschen eine Demo auf, spiele eine Gitarre ein und denke dann mal, wie klingt das und wie kommt das an? Kannst du dich frei machen? Schreibst du einen Song und das ist erstmal ein Song, der da ist? Nee, ich glaube, ich kann das auch nicht. Ich glaube, ich denke auch daran, ja. Schon, also zumindest hintergründig, ja. Also klar, also es soll natürlich erstmal mir oder auch dir gefallen, wenn wir gerade so einen Song schreiben, ne? Aber so ein bisschen ist es auf jeden Fall, also bei Texten glaube ich auch noch mehr, als bei einem Gitarrenriff. Ja, doch. Also nee, ich glaube, ich kann mich da nicht komplett von frei machen. Mhm. Und hat Politik dann, jetzt sind ja auch die Texte von Lotse ja eher, also sind jetzt nicht total kryptisch, das würde ich jetzt nicht sagen, und ich mag auch den Begriff kryptisch nicht so gerne, also nicht, die sind jetzt nicht so dezidiert, würde ich sagen. Aber jetzt sind sie auch nicht. Aber trotzdem war irgendwie, war Politik eine Rolle? Also, dass für dich zumindest auch gesagt hast, oh, ich will schon auch irgendwie, also nicht nur den Emo-Bereich von Texten abdecken, sondern vielleicht auch politisch mich äußern. Weil du hast ja selber auch mal gesagt, Politik ist eigentlich mit dem Punk erst gekommen. Und das kann ja auch sehr divers sein, ne? Also auch Punk ist ja politisch sehr divers. Ja, voll. Also, ich glaube oder finde, dass politische Themen in diesen Songs drin sind. Mhm. Auch wenn das vielleicht nicht so ins Auge springt. Ne? Also ich glaube, was mir nicht so liegt und was ich auf jeden Fall total schwer finde und wo ich sehr beeindruckend finde, wenn Leute das richtig gut hinbekommen, also so einen wirklich dezidiert politischen Song schreiben, der cool klingt, ne? Der sich nicht irgendwie flach anhört. Ne, es sind ja teilweise komplexe Themen, die musst du ja irgendwie erstmal cool in eine Lyrik bringen. Ne? Also ich finde das ultra herausfordernd. Und schreckt davor dann eher so ein bisschen zurück, ne? Das so sehr dezidiert zu machen. Ich finde, das ist aber schon drin, ne? Dann halt vielleicht eher subtil. Ja. Also ich finde, es ist die Kunst schlechthin, einen politischen Song in eine platte ZSK-Lyrik zu packen und Alerte, Alerte an die Faschister zu brüllen. Ich finde eigentlich, also so jetzt spontan fällt mir eigentlich fast nur Markus Wibusch von Ketka ein oder ne, so der, finde ich, der das so perfektioniert hat im Grunde, ne, also egal, ob es jetzt die große Geschichte ist oder der kurze Song. Genau. Ja, auch bei der Live schon, ne? Ja. Jetzt, wie hat sich das bei dir verändert? Also man stellt ja vielleicht auch so an sich selber so eine Veränderung der Schreibe
sowohl als Texter als auch vielleicht als Musikjournalistin. Aber wie hat sich das bei dir so über die Jahre verändert? Im Sinne von, würdest du sagen, du bist in die eine oder andere Richtung mehr gewandert? Also, um das, also ich müsste da jetzt nochmal zurück zu Lotze kommen, erstmal. Ja. Also, ich finde, da ist die Schreibe, also aus meiner Sicht auf jeden Fall besser geworden. Es war anfangs sehr persönlich und ich finde, da ist die Themenvielfalt auf jeden Fall auf eine coole Art gewachsen. Mhm. Und also, ich finde, dass, da bin ich besser geworden, mhm, im Laufe der Zeit. Ich muss sagen, danach, also nach Lotze, habe ich nicht mehr viele Texte geschrieben, tatsächlich. Mhm. Also, okay. Ne, also bei Naiv war das ja so, da bin ich ja eingestiegen, als es die Band schon gab. Mhm. Da ist die damalige Schlagzeugerin Maike ist da ausgestiegen. Mhm. Und Jonte, der Bassist, der wollte dann gerne ein Schlagzeug wechseln, deswegen haben die eine Bassistin gesucht. Und ich hatte, mhm, gesagt, ey, ich hätte Bock. Das war die Zeit, in der Lars gerade nach Bayern gezogen ist und klar war, dass wir mit Lotze nicht mehr viel machen können. Okay. Genau. Und aber da hat die Martina, die da gesungen hat, die eben Texte geschrieben, ne, und auch sehr schöne. Ja. Yeah. Okay. Also hatte ich mit den Texten dann nichts zu tun, da habe ich einfach Bass gespielt. Und bei Dr. Dusenbier schreibt vor allem Matthias die Texte. Das, mhm, bin auch nicht ich. Also ganz sind ein paar Songs dabei, die man aber online auch noch gar nicht hören kann. Aber die meisten Texte sind auch von Matthias. Okay. Genau, und jetzt bei Knigge und Krust ist es ja eine ganz andere Art, Texte, ja, zu schreiben. Ne? Also ich bin gespannt, wie das ist, wenn wir endlich mal neue Songs schreiben, wie das dann so wird. Aber der Platte war das jetzt echt so, wenn uns, ne, einem von uns, Michi oder mir, eine coole Zeile einfällt, dann nehmen wir die. So. Ja, ja, also ich würde jetzt gern noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt zu Knigge und Krust kommen, mhm, aber das hat mich auch total, also das hat ein, das ist ja auch das, das ist ja auch der Aufhänger bei Knigge und Krust so ein bisschen, ne? Das kurze Songs und dann zwei Zeilen Text. Also ein bisschen Abzug, muss ich jetzt übrigens bei Lotze, ein bisschen Abzug in der B-Note ist, dass ihr eure Texte nicht auf Bandcamp habt. Also okay. Das könnt ihr mal bei Gelegenheit nachholen. Ich nehme das mit. Ja, nimm das mal mit. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich finde, dass die so ein bisschen, also das Erste ist auch noch so, ich finde, man merkt es vor allem an deinem Gesang. Also der Gesang ist auch so am Anfang noch sehr, das mag auch ein bisschen an der Aufnahme, aber er wirkt sehr zurückhaltend. Und du hast ja eine relativ klare Stimme. Und ich finde, die kommt so, gerade bei der letzten EP ist sie so voll da. Und sie ist voll drauf. Also Walzer ist, du steigst ein und ist sofort da. Also man ist so in diesem Song und es ist ein Popsong und es ist ein geiler Popsong. Genau, also es ist mir auch aufgefallen. Es ist jetzt gar nicht eine Frage, es ist einfach eine Feststellung auch. So, dass, und ja. Sehe ich aber genauso. Also ja. Das ist viel besser geworden. Also teils auch durch Übung, ne, durch Live-Spielen, mhm, durch mehr singen und regelmäßig singen. Und ne, also singen ist ja auch was man üben kann, ne, und was man lernen kann. Ja. Ich glaube auch, dass sich da vor so ein Mikro stellen, gerade so beim Aufnehmen, und dann alle hören nur dich und der restliche Raum ist still. Das ist ja auch eine total crazy, yeah, Situation. An die musste ich mich auch erstmal gewöhnen. Ja. Yeah. Und das ist einfach im, also ich bin freier geworden, ein bisschen selbstbewusster geworden beim Singen und auch einfach besser, ne? So durch Übung. Ja. Klar, das stimmt. Das macht sich dann ja. Okay, also ihr habt dann Lotze irgendwann so halb auf Eis gelegt. Genau. Und dann habt Dr. Dosenbier hat sich aber parallel schon gegründet, oder wie? Also ein bisschen im Zuge, okay, im Zuge davon, ne? Also, aber die erste Dr. Dosenbier, wenn ich das jetzt bei Bandcamp nachverfolge, ist doch eine reine Instrumentalplatte, oder? Ja, wir hatten, ich glaube, wir haben dann nur diese Techno-Songs hochgeladen. Wir hatten von Anfang an auch Songs mit Texten, aber und es war am Anfang. Wir sind ja wahnsinnig schlecht darin, unsere Aufnahmen rauszubringen. Ne? Das ist ja unser größtes Problem bei Dr. Dosenbier. Ich hoffe, das klappt. Aber waren das am Anfang nur ihr beide, du und Matthias? Also wir hatten den Plan, ne? Also Lars, ja, ist weg. Ne? Ja. Oder was heißt weg? Er ist nicht erreichbar für uns permanent. Ja. Ja. Ne, weg ist er natürlich niemals. Mhm.
Und wir wollten gern trotzdem zusammen was machen und hatten dann unseren Freund Butzka angesprochen, ob er Lust hätte, da mitzumachen. Mhm. Und hatten dann auch erst versucht, das mit Drumcomputer zu machen. Das hat nicht so richtig gut geklappt. Genau, und dann kam ich ja noch dazu. Okay. Ja. Ich finde genau, das hatte auch damit zu tun, dass wir mit Lutze nichts machen konnten, initial. Ja, okay. Ich hab das erst jetzt bei der Recherche festgestellt, dass ihr eine Band seid. Ich dachte immer, das wären nur du und der Matthias, weil ich auch immer nur, ich habe halt ein paar Mal in die Songs reingehört und dachte immer nur, okay, ist halt wie heißt er? Aus Braunschweig, der diesen Elektro-Eurodance-Punk macht. Ach, Namen vergessen. HC Baxter. Genau. So ein bisschen, ja. Ich habe so ein bisschen in die dachte so, okay, so ähnliche Schublade. Und habe dann jetzt so ach, was krass, das ist ja eine Band. Und die spielen als Band. Ich habe mich auch immer gewundert, wenn ich so bei Nord die Posts gesehen habe, so, ja, Dr. Dosenbier sind unterwegs. Und ich sage, warum haben die jetzt so einen großen Bus? Was brauchen die denn so viel Zeug? Die sind doch nur zu zweit und ein Computer. Also, ich war dann so völlig überrascht. Ach, krass, das sind ja richtige Gitarren drauf. Also insofern, ich habe das lange sehr unterschätzt. Vermisst du denn aber das, also wenn du jetzt bei Dr. Dosenbier nicht so wirklich Texte schreibst und singst, aber du singst schon auch ein bisschen damit, oder? Ich singe da ein bisschen mit, genau. Aber also nicht so viel wie Matthias, ne? Aber ja. Ja. Und fehlt dir das denn so ein bisschen? Also in speziell jetzt der Band finde ich es cool, wie es ist. Ja. So, ne? Also wir haben jetzt auch ein paar neue Songs, wie gesagt, und die wir jetzt schon eine Weile live spielen, die man aber noch nicht hören kann online. Wo ich auch ein bisschen mehr gesungen habe, das finde ich cool. Mhm. Ne, wie gesagt, ich mache das einfach auch sehr gerne und das macht mir sehr viel Spaß. Aber so prinzipiell, nee, das ist voll okay. Also wenn das jetzt in allen meinen Bands so wäre, dass ich nicht singen würde, fände ich es, glaube ich, doof. Mhm. Ja. Okay. Und ja. Ist Dr. Dosenbier eine demokratische Band oder weil der Matthias so viel singt und vielleicht auch so die Texte schreibt, hat er da mehr Einfluss oder ist das schon, ein richtiges Bandprojekt? Ja. Okay. Ja, das ist ein richtiges Bandprojekt und der zeigt uns die Texte ja auch, ne? Also, ja, klar. Ja. Okay, wie gesagt, ich hatte eine ganz andere Vorstellung von Dr. Dosenbier. Nee, ich glaube, also das ist echt so ein, also Dr. Dosenbier ist so ein richtiges Freundschafts- Projekt einfach. Also da geht es ganz viel um Spaß zusammen haben, coole Konzerte zu spielen und tolle Leute kennenzulernen. Mhm. Und ich finde es ja immer wieder erstaunlich, dass, also obwohl wir diesen albernen Bandnamen haben, können wir ja an vielen coolen Orten Konzerte spielen. Das ist sehr schön. Also ein guter Bandname. Also ich finde, jede Musik verdient den Bandnamen, den sie hat und ich finde, das passt total gut. Also. Ja. Und genau, also das ist einfach total schön, weil wir uns auch alle sehr lieb haben und es macht sehr viel Spaß, mit der Band rumzufahren, ja. Cool. Ich habe mir vorhin euren Instagram-Kanal, also ich muss tatsächlich ehrlicherweise gestehen, ich habe einfach Dr. Dosenbier immer nur am Rande wahrgenommen, vor allem über Nord und habe es irgendwie, ja, habe ein paar Mal reingehört irgendwie so, aber habe das irgendwie nie so ganz auf dem Schirm gehabt und habe jetzt dann halt in der Vorbereitung, habe heute euren Instagram-Kanal auch mal abonniert und fand euren Instagram-Kanal auch total lustig. Also ich mag das ja, dass dieses so, das hat auch so, ihr seid einfach, also ich finde, ihr habt einfach einen sehr gesunden Humor, einen sehr schönen Humor auch einfach, ne, an der Stelle so. Ja, also ich finde auch, das ist ja auch jetzt nicht so bissig, ne? Also es sei denn gegen böse Menschen. Ja, aber ist es denn, ich kann jetzt gar nicht die Texte überblicken, sind die Texte durchgehend, sage ich mal, ironisch und humorvoll oder gibt es auch durchaus, also andersrum, nee, sind es durchaus so eher quatschige Texte oder hat es auch eine politische Komponente? Das hat auf jeden Fall auch eine politische Komponente, ja. Also ich finde das eigentlich ganz cool, wie Matthias das macht, also ne, der nimmt Dosenbier gerne als Metapher und baut das, ne, so clever ein. Wir haben zum Beispiel einen neueren Song, der heißt Dosenbier ist eine Lüge der Medien. Aha, sehr gut. Genau, so ganz, ganz auf der, so die Art und Weise, wie er dann Text schreibt. Ne? Also der Text ist politisch und Dosenbier ist so ein Synonym für irgendwas. Ja, für irgendwas, genau. Hm, schön. Ja. Und irgendwas hatte ich noch. Ich, also genau, nee.
Ich habe noch für mich noch eine, ich habe noch mal so ein für mich sozusagen ein Reminder gemacht an der Stelle. Ich glaube, ich muss das mir mal live angucken. Ich glaube, das kann ich mir sehr gut. Ich finde, es gibt ja aus einem DIY-Venue gibt es ja so ein Video von euch. Das habe ich mir vorhin angeguckt. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und da habe ich gedacht, okay, das hat so ein, das hat so einen gewissen Lo-Fi-Humorcharakter. Ich finde ja oft, also ich finde ja zum Beispiel so Deutsch, Fun, Rumpelpunk furchtbar, weil es oft, finde ich, nicht so ironisch ist, also es ist einfach nur plump. Und das fand ich jetzt, das hat mich, ne, spricht mich bei Dr. Dosen mir, glaube ich, gerade doch eigentlich irgendwie ganz gut an. Ja, also das würde mich freuen, wenn du rumkommst. Ja, ihr müsst mal nach Berlin kommen. Sehr, 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 sehr gerne. Nenn uns Kontakte. Ich habe schon so oft, wirklich so oft versucht, in Berlin Konzerte zu kriegen. Ich habe es noch nie geschafft. Ah, es ist auch schwierig geworden. Also ich muss dir ehrlich sagen, also ich habe mit meiner neuen Band, also wir haben Glück, dass jetzt unser Sänger in so einer Konzi-Gruppe ist. Und dadurch sind wir jetzt zumindest im Einladen, haben wir den Fuß drin. Aber also ich muss dir ehrlich sagen, also ich habe jetzt schon öfters auch für Freunde versucht zu booken. Und es ist echt schwierig. Also so, es ist schwierig, oder? Ja, also irgendwie hat, also es gibt, naja, wie gesagt, es gibt so einen Laden, wo man immer so kleine DIY-Shows machen kann, aber da musst du auch erstmal den Fuß in diese Konzi-Gruppe reinkriegen, ne? So, und die müssen das gut finden und so. Und naja, mal gucken. Aber ja, die kriegen dann wahrscheinlich ja auch ohne Ende Anfragen, ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Ja, genau, also das nimmt natürlich auch nicht ab, ne? So, und dann gibt's auch wieder, machen die auch natürlich alle irgendwie, also ich glaube auch, ich weiß gar nicht, dadurch, dass ich jetzt noch gar nicht mit der neuen Band noch gar nicht so viel getourt bin, mir ist gar nicht so bewusst, wie die Kosten sind natürlich auch krass gestiegen, ne? Und du überlegst dir, glaube ich, auch als Konzertgruppe, können wir uns das leisten, irgendwie eine Band zu holen, die vielleicht, weiß ich nicht, dann schon 200 Euro. Den Laden halt nicht voll macht, ne? Naja, genau. Und auch überhaupt, ne, die brauchen ja auch, also ich finde es auch, also ich möchte ja auch keine Band irgendwie vielleicht aus Köln holen, wo ich weiß, die zahlen dann am Ende irgendwie nochmal 300 Euro drauf, damit sie überhaupt mal nach Berlin fahren können, ne? So. Ja. Ja. Mal gucken. Also, ist alles nachvollziehbar. Ja, also das heißt, wart ihr schon mal in Berlin mit Dr. Dosenbier? Nee, noch nie. Nee, noch nie. Na gut, ich habe ja, also vielleicht, ich muss ja mal gucken, also vielleicht könnte ja nochmal so eine Nordrutsche mit Nord nochmal kommen. Das hätte zwei Fliegen an einer Klappe geschlagen. Ich fahre immer gern mit Nord durch die Gegend. Das finde ich auch super. Vor allem, als sie noch ihren alten rumpeligen Sprinter hatten, der durch alle, kennst du den noch, diesen großen weißen Sprinter, den Mike hatte? Mhm. Aber den hat er doch immer noch, oder? Ah, das weiß ich gar nicht über die Nummer. Also wir sind jetzt auf jeden Fall auch in einem großen, weißen, etwas, sagen wir mal, benutzten Bus rumgefahren, ja. Ah, okay, das kann sogar sein. Also neulich, Hof hatte mir nur erzählt, dass sie den irgendwie für gewisse Distanzen nicht mehr nutzen, weil es einfach zu, ich weiß nicht, sie sind irgendwie mit 90, glaube ich, irgendwie von Münster nach Berlin zu unserem Konzert gekommen und hatten dann auch noch Verspätungen, kamen wirklich so, beide Konzerte in Berlin, die wir mit Nord gespielt haben, kam Nord wirklich so auf dem letzten Drücker durch die Tür gesprengt, Instrumente auf die Bühne und los. Und einmal war es auch, weil der einfach nur 90 fuhr oder so. Kommen wir mal zu Naiv. Du hast ja schon erwähnt, da hast du Bass gespielt. War große Umstellung am Instrument? Also schon so ein bisschen, aber das ging ganz gut. Also ich habe dann auch mit Plektrum gespielt, ne? Und dann ist jetzt zumindest nimmst du die Spielweise doch ähnlich, ne? Also aber Thema Selbstbewusstsein, also an der Stelle vielleicht auch, ne? Du hast scheinbar ja auch keinen Respekt davor gehabt dann, ne? Vor dem Bass tatsächlich nicht so dolle. Ich habe das ja dann, bevor ich das erste Mal da mit denen so eine Testprobe quasi hatte, das mir das zu Hause mal so ein bisschen angeguckt und versucht, das mit dem Bass nachzuspielen. Und das ging dann halt ganz gut. Mhm. Ne, und deswegen hatte ich da nicht so große Angst vor. Das war auch eine aufregende Geschichte, weil ich die Leute nicht so richtig kannte, nur so ein bisschen oberflächlich. Ja. Und aus der Perspektive war das dann auch wieder ein bisschen aufregend, aber war auch eine gute Idee von mir, das gemacht zu haben. Also das war auch eine schöne Zeit mit Raif, ja. Und wie kam es dazu, dass du, also haben die eine Anzeige gemacht, du hast dich darauf gemeldet? Ach so, okay, also einfach genau, auf Facebook, Facebook-Post. Also ich kannte die Band halt, ne, von Shows MAZ und fand die total cool. Und dann habe ich das irgendwann mal gesehen bei Facebook oder
ja, ich glaube bei Facebook, nur dass sie jemanden neuen für den Bass brauchen und am liebsten eine Flinter. Mhm. Okay, also das war explizit da drin, der stand drin. Ja, nur die hatten da geschrieben, wir finden, dass schon genug Cis-Dudes auf der Bühne stehen, wir hätten gerne Flinter. Genau, und ich dachte, ich probiere das mal. Ja. Weil du das gerade ansprichst, mich würde das mal interessieren. Es gab ja, ich springe mal wieder im Thema so ein bisschen, aber ich hatte mir das auch aufgeschrieben. Es gab ja während der Pandemie diese Punk-True-Debatte auch, ne? Die ja das Internet, kann man sagen, und auch ja auf verschiedenen Ebenen ja sehr, sehr ausgeprägt war. Wie hast du die eigentlich wahrgenommen, die Debatte? Also, was ja offensichtlich war, dass es für die Leute, die Debatten angestoßen haben, glaube ich, ein echt schwieriger Prozess war. Na, also, wenn du dich da teilweise durchklickst durch manche Kommentare, dann, also es ist ja wirklich total vulgär, auch teilweise super beleidigend, super blöd, unsachlich, unnötig. Ne? Und von daher, war das offenkundig, ja, vielleicht auch dann zeigt das auch, dass es eine nötige Debatte ist. Vielleicht ist das auch die Quintessenz daraus. Ja. Ich hatte das Gefühl, auch wenn das nicht immer leichte Debatten sind, ne, die sind schwierig teilweise, ist es total gut, dass diese Gespräche geführt werden. Also ich habe das auch, ich habe die ganze Zeit gedacht, als ich mir manche Beiträge angeguckt habe, hätte ich sowas gelesen, als ich jünger war, als ich so 16 war oder so. Ich hätte auch in ganz vielen Situationen vielleicht anders gehandelt, wenn ich solche Impulse früher bekommen hätte. Also ich habe dann auch viele Sachen runtergeschluckt und mich gar nicht so gewehrt. Ne? Und ich glaube, dass es gerade für junge Flinter total cool ist, so zu sehen. Ne? Also das Wehren ist sinnvoll, es lohnt sich. Und wenn du dich aufregst, dann hast du auch einen guten Grund dazu. Und solltest dir nicht einreden lassen, dass du keinen guten Grund dazu hast. Und von daher finde ich das total gut. Ja. Ja. Manche Debatten sind dann schwieriger als andere, ne? Auch wie das Gespräch dann abläuft. Aber ja, dann ist es immer gut, wenn solche Gespräche geführt werden, überhaupt. Du bist ja, würde ich sagen, du hast gerade angesprochen, nämlich auch, du machst ja Shows. Heißt die eigentlich noch Baumhaus-Shows? Die gibt es, also Baumhaus gibt es nicht mehr. Ich so super netten Namen. Schade. Ja. Mochte ich gerne. Wir fanden den Namen auch alle cool. Aber die Konzertgruppe gibt es leider nicht mehr. So ein Teil von Baumhaus macht jetzt gute Konzerteshows. Okay. Und ich mache, also quasi Dr. Dosenbier. Wir machen Facility Management. Ah, okay. Alles klar. Ja, ihr seid mir auch schon untergekommen, das stimmt. Du bist aber schon so ein mittlerweile einfach so ein richtig eng verwurzelt in dieser Kölner DIY-Szene, ne? Den besagten DIY-Laden hatten wir schon und das AZ. Wie hat es sich denn da, also hat sich darüber auch dann über diese, ich glaube, ihr habt es auch schon mal irgendwo erzählt in einem Interview, glaube ich, aber hat sich darüber auch diese Knicke- und Krustverbindung dann gefunden? Über diese... Ja. Ja, also ich habe mich auch in AZ oder in dem anderen Land da kennengelernt, ja. Okay. Und Alex tatsächlich übers Ochs. Okay, und das, ja, stimmt, Alex schreibt ja auch schon länger fürs Ochs, ne? Aber erzähl mal so ein bisschen, weil man kann es auch nachlesen, ich werde es auch nochmal verlinken in den Shownotes, aber es gibt ein Interview, wo ihr es so ein bisschen erzählt. Aber und ich weiß gar nicht mehr, ob ich mit Michi darüber auch schon im Podcast geredet habe, aber erzähl doch nochmal aus deiner Perspektive, wie sich Knigge und Krust gegründet haben. Weil ich, vielleicht nochmal ganz kurz vorneweg, mit jemandem wie Michi eine Band zu machen, stelle ich mir sowohl positiv extrem cool vor, aber Michi ist halt auch sowohl, so nehme ich ihn wahr, ein extrem selbstbewusster, provokanter Mensch. Das ist, kann ich mir vorstellen, auch nicht immer ohne. So. Aber genau, das nur.
Also ich fange mal am Anfang an. Also genau, also bevor wir Knigge und Kruss gegründet haben, war ich schon lange auch gut mit Michi befreundet. Ja. Also ne, er war mir als Mensch ja gar nicht fremd. Ja. Es gibt, also ich habe bei Knigge und Kruss auch manche Sachen gelernt, die ich vorher vielleicht noch nicht so gelernt habe. Das ist zum Beispiel, ne, also jetzt, wir müssen jetzt auch mal hier über Sound reden, ne, wir müssen jetzt hier mal Trittpedale einführen. Da habe ich mich, wie gesagt, einfach vorher so super einfach nicht mit auseinandergesetzt. Ne? Ja, okay. Einfach keinen Bock gehabt. Und das hat er so ein bisschen angeregt. Ne? Und das ist aber auch ein, also das ist keine Situation, in der ich mich nicht ernst genommen fühle, sondern das ist einfach eine Situation so, hey, wir können, vielleicht könnte die Gitarre noch besser klingen. Ich habe hier so ein Pedal, lass es mal ausprobieren. Das ist ja voll gut. Mhm. Ja, okay, und wie kam es jetzt dazu, dass ihr quasi so ein Konzept habt von, okay, ein Song darf nicht mehr als zwei Textzeilen haben? Also das war kein Plan, den wir vorab gefasst hatten. Yeah. Ne? Also wir hatten jetzt nicht gesagt, also wir gründen die Band, aber nur, wenn wir das genau so machen. Ne? Also so war das gar nicht. Yeah. Das hat sich so ein bisschen ergeben, weil das beim ersten oder zweiten Song, den wir hatten, das war, glaube ich, Im Kreis. Ja. Yeah. Der auch der erste Song auf der Platte ist. Ja, ja. Und der dieses super Video-Idee. Ja, die ist cool, ne? Ja, mega. Und das war ehrlicherweise auch ein bisschen anstrengend, den ganzen Tag auf dem Karussell zu verbringen. Oh aber Gott, ich hätte so gekotzt. Das hat sich zum Glück niemand übergeben. Wir hatten da ja auch ein paar FreundInnen eingeladen. Ja. Aber niemand hat gekotzt. Okay, sehr gut. genau, und da hatten wir halt irgendwie dann diese eine Zeile und haben mal geguckt, wie wir das mit, also haben dann Gesang einfach mal ausprobiert. Ne? Das heißt also, ihr habt erst mal Musik gemacht und dann angefangen. Genau. Okay. Mhm. Genau. Genau. Und, ne, und das, also was von Anfang an eigentlich klar war, ist, dass wir beide singen wollen und sollen. Und dann hatten wir das ausprobiert, ne, mit dieser einen Zeile, wie das, ne, wie wir zusammen da auf diesem Song singen könnten, haben da so, also waren da so ein bisschen auf Gesangsmelodiesuche eher. Und dann waren wir so, ja, vielleicht reicht das auch. Diese eine Zeit. Irgendwie ist es geil. Und, ne, und irgendwie fanden wir das dann irgendwie cool und haben gedacht, ja, so kann das auch funktionieren. Machen wir jetzt so. Mhm. Ja. Ne, und Michi hat auch schon mal gesagt, er hat so viele Texte schon geschrieben, ne? Irrsinnig viele Texte schon geschrieben. Und sagt auch, also, ich habe schon so viel gesagt, ne? Vielleicht kann ich mal weniger sagen. Mhm. So. Okay. Ja. Aber du hast ja eine ganz gute Frage selber aufgestellt. Also du hast ja vorhin schon erwähnt, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, wenn ihr mal wieder Songs schreibt. Ist das gerade Thema, dass ihr Songs schreibt? Also die Platte ist ja jetzt auch schon 3 Jahre alt. Gibt es da Ideen oder wie ist das gerade? Also momentan schreiben wir noch keine neuen Songs. Wir wollen auf jeden Fall alle. Mhm. Gerade mangelt es ein bisschen an der Zeit, weil Michi gerade super viel zu tun hat. Mm. Darüber kann er selber erzählen. Ja, ja, ich weiß, ich kenne seinen Instagram-Kanal. Ja, siehst du, dann weißt du Bescheid. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Ja, also er hat jetzt gerade einfach super wenig Zeit und Alex hat auch relativ wenig Zeit. Ja. Ich habe gerade ein bisschen mehr Zeit, weil ich ja wieder Studentin bin, aber genau, es passt jetzt gerade einfach noch nicht. Wenn sich das ein bisschen lockert, dann legen wir wieder los. So, das ist der Plan. Und genau. Wenn du gerade sagst, du hast gerade mehr Zeit, hast du gerade irgendwie, du bist ja relativ umtriebig irgendwie auch, ne? Also auch gut, wenn Lotse jetzt vielleicht nicht aktiv gerade sind, bist du ja doch irgendwie relativ umtriebig, was Musik angeht. Hast du noch irgendwas in der Hinterhand gerade, wo du eine Solo-Platte, ein Techno-Album, ich weiß nicht, ein Rap-Album? Oh, wie lustig wäre das, ein Rap-Album, ey. Nee, leider nicht. Obwohl das ja lustig wäre, bestimmt. Ich habe tatsächlich mit zwei Leuten noch ein neues Bandprojekt angefangen. Mhm. Das auch wieder ein Emo-Projekt ist. Ah. Aber das befindet sich gerade noch im Proberaum. Okay. Das ändert sich hoffentlich bald. Okay. Also wird man da bald was hören? Also bald im Sinne von, ich hoffe doch dieses Jahr. Ja. Dass ihr noch was aufnehmt und was zu hören gibt. Schön, da bin ich ja mal gespannt. Ich wollte gerade Knigge und Kruss gar nicht so kurz überspringen. Also ich finde ja, das eine sind diese kurzen Textzeilen, was sehr prekär ist, ist aber auch das Musikalische. Wie ist denn das? Wie schreibt ihr Songs? Also ist es so, du hast eine Idee, Michi hat eine Idee, Alex hat einen Beat oder wie kommt so ein Song zusammen? Mhm.
Also das ist so ein bisschen zweiteilig passiert bei der Platte. Die ersten 5 Songs hatten wir auch schon früher aufgenommen, noch vor Corona. Ja. Und auch mit der Idee, das vielleicht als EP zu veröffentlichen. Und bei den 5 Songs, die gingen eigentlich sehr schnell und die haben wir wirklich so zusammengeschrieben. Ne? Also, also irgendwer hat angefangen, Riff zu spielen und dann hat sich das so entwickelt. Also ich würde das jetzt nicht Jam-Session nennen, weil ich das zum einen ein ganz fürchterliches Wort finde und zum anderen liegt mir so nichts ferner als eine Jam-Session. Da muss man immer so an die Chili Peppers denken oder sowas. Ja. So grauenhafter, so rumgejammt. Ganz fürchterlich. Nee, komm. Ja. Nee, geh mir weg damit. Ja. aber so, also Ideen ausprobiert so, genau. Ja. Und dann ging das bei den ersten 5 Songs relativ flott, so dass zumindest so das Grundsätzliche stand. Da haben wir noch so ein bisschen an Sachen gefeilt, aber das ging dann relativ schnell. Bei den anderen Songs war das ein bisschen anders, also, weil dann kam ja der Lockdown und wir hatten das mit der EP-Idee dann auch verworfen. Also wir hatten ein paar Labels gefragt, die sich das vorstellen könnten, und das kam auch nicht so gut an, die Idee. Weil die auch sehr kurz sind, ne? Das wär ja, wirklich eine Mini-EP quasi gewesen. Ne? Also ja, und so 7 Inches, das musste ich dann auch irgendwie erst lernen, das macht auch irgendwie kaum noch jemand. Also wenn das jetzt nicht gerade eine große Band ist, ne, die mit sowas ankommt. Also so wurde es mir vermittelt. Aha, okay. Ja, interessant, ja, okay. Also wenn das nicht gerade eine etablierte Band ist, wo du davon ausgehen kannst, du wirst die 7 Inches auch los, ne? Und wenn jetzt zum Beispiel Captain Planet in der 7 Inch rausbringt, dann ist sie ja weg, ne? Ja, der kostet sie gleich am nächsten Tag 70 Euro bei Discogs. Ja, oder wenn AKJ in der 7 Inch rausbringen würde, das ist, glaube ich, das Gleiche. Ja. Ne? Ja, so größere Bands halt. Ja. Aber so von so einer kleinen Band, die noch keine Sau kennt, dann so eine 7 Inch rausbringen, das war keine attraktive Idee, offenkundig. Ja. Genau, und dann haben wir uns im Corona-Lockdown und dann auch erst wenig gesehen, logischerweise, und da hatte Michi so ein bisschen was zu Hause auch geschrieben. Okay. Also zu Hause was ausprobiert, und das haben wir dann halt zusammen fertig gemacht. Also ein paar Songs sind dann auf Michis Ideen basierend. Ja, okay. Genau. Okay, und so soundmäßig ist ja schon ein ganz schönes Geknüppel auch, ne? Also weil ich finde ja so, also Lotse, jetzt mal Dr. Dosenbier ein bisschen rausgelassen, aber Naiv und Lotse sind ja eher so emo, wavig, ne, Naiv, sehr klar, diese wavige Sache. Und finde ich ja sehr stark nochmal diesen, also gerade bei Lotse finde ich dieser Pop-Appeal einfach sehr stark. Und Knigge und Krust geht ja wirklich auf die 12 so, ne, vorne schön geknüppelt. Wie war das für dich? Oder auch so allein das Gitarrespielen, wie hat sich das angefühlt? Ja, es war ein bisschen neu, ne, auch so selber so einen krachigeren Sound zu haben. Ne? Das hat sich total geil angefühlt. Also ich fand, das war eine total coole, neue Proberaumerfahrung auch irgendwie. Also das hat mega Bock gemacht. Also das, genau, ich hatte vorher noch nie so richtig geknüppelt, und das hat richtig Spaß gemacht. Das war total cool. Mhm. Und auch vom Gitarrenspiel war keine große, ging es? Also ich habe an manchen Songs schon geknabbert, ne? Also, musst du da teilweise auch echt üben. Bin da am Ende umso stolzer, wenn es dann Gut. Mir geht es immer bei diesen Double-Teil, also wenn es so super schnell ist, dann finde ich es echt, also sowohl an der Gitarre als auch am Bass, echt schwer, den drauf zu bleiben. So, ja. Ne? Das, also tatsächlich, ich spiele ja oft gar nicht so schnell, ne? Tatsächlich. Ja. Also es ist ja schon, also die meisten Songs sind ja doch sehr rhythmisch. Ja, ja. Und gar nicht so super schnell. Ja. Also das ist jetzt deswegen, also das ist, glaube ich, nur in einem Song, das ist mit der Schnelligkeit, da verstehe ich deinen Punkt total, genau. Ich finde es tight zu spielen, genau. Ja, bei mir ist, glaube ich, eher das Problem, wenn ich verrutsche dann ganz oft auf die Snare, dass ich nicht mehr auf der 1 bin, sondern sozusagen immer so ein bisschen dahinter hänge. Das ist all. Da muss ich im Kopf läuft dann immer so ein Beat mit, damit ich mich auf der 1 halte. Das ist ganz schön, also ich muss dazu sagen, es war bei Ein gutes Pferd immer ein Problem. Ich wollte das unbedingt immer spielen, aber am Bass, ich war da auch nicht super immer drauf. Okay. Ja, aber dann waren es eher so andere rhythmische Sachen, die ein bisschen tricky waren. Ne? Ja, okay.
Ja, also ich finde, ich habe die Platte ja damals auch für Bierschinken besprochen. Und ja, fand die, das hat, ich fand, ich konnte da sofort auch mit, ich fand, richtig angetan hat mir, sag's mir, sag's deinen Freunden. Finde ich auch das Video einfach super. Ich finde, da musste ich an so ein, witzigerweise ein bisschen an dieses Köter-Video Klima der Angst denken, das so ganz, ganz bisschen. Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber vorhin, wegen diesem immer. Ja, und so ein bisschen dieses Wechsel. Immer so frontal. Genau, ja. Und ich glaube, es ist auch dieselbe Location, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Es ist beides im DIY-Club, oder? Ich müsste mir jetzt nochmal das Video von Köter angucken. Ah, ich weiß nicht, oder es kann auch sein. Her. Aber ich fand das Köter-Video damals so super und genau, und mochte aber auch sofort euer Video, das fand ich großartig, genau, und so auch mit dieser Schwarz-Weiß-Optik super gemacht, toll. Ja, ich finde auch, dass sie schön geworden sind, total. Und ich finde es auch cool, dass so viele FreundInnen da mitgemacht haben. Ich finde das total schön, dass da so viele Gesichter kommen. Ja, genau. Und es hat auch so, ich mag auch, es hat ja auch wieder so ein augenzwinkernd, humorvolles Ende, das ist sehr schön. Du hast ja erzählt, dass du wieder angefangen hast zu studieren und ne, machst irgendwie viel Musik, das ist ja, wie schaffst du so den, wann schreibst du denn eigentlich für die Ochs, wann machst du das? Bist du so eine Nachtschreiberin, ich komme nach Hause und schmeiß nochmal den Rechner an oder wie machst du das? Weil du schreibst ja immer noch regelmäßig für die Ochs, oder? Ja, und auch gerne. Genau, also ich, tatsächlich bin ich so ein bisschen so eine Deadline Person, ne? Ja. Das ist irgendwie so kurz vor Deadline, schlage ich mir dann die Nacht um die Ohren. Das ist schon oft passiert, ja. Okay. Aber das liegt eher daran, dass ich nicht so gut darin bin, mich zu organisieren, also das so aufzuteilen in mehrere Tage, mich da gut zu organisieren, das ist dann eher so ein Problem. Genau. Also wie gesagt, jetzt gerade ist das, also jetzt ganz akut habe ich kein wirkliches Zeitproblem, weil wir mit Knigge und Kruss nicht so viel machen, ne? Und weil Semesterferien sind, all diese Faktoren, ne? So, das ist es. Wir machen ja auch nicht, also wir veranstalten ja auch nicht mehr so viele Konzerte wie früher, ne? Woran so, also mit Baumhaus. Also mit Baumhaus haben wir ja echt teilweise fast jedes Wochenende gefühlt, haben wir irgendein Konzert gemacht, weil wir echt alles gemacht haben, worauf wir auch noch annähernd Bock hatten. Ja. Und da waren wir aber auch alle noch in anderen Situationen, ne? Also haben viele von uns noch studiert und hatten auch einfach mehr Zeit. Und das hat sich halt geändert, ne? Wir haben nicht mehr so viel Zeit und wollten uns auch nicht wieder so überfordern wie damals, ne? Und haben uns so ein bisschen so die Regel gesetzt, um das so in Grenzen zu halten, dass wir nur noch Konzerte für FreundInnen und gute Bekannte machen. Okay, und macht ihr das? Wenn die uns anfragen, ja. Dann fragen wir natürlich auch gerne noch andere coole Bands an, aber anlässlich immer nur mit FreundInnen. Ja, okay. Und sag aber mal ganz kurz, macht ihr noch AZ oder auch oder im DIY-Club oder wo macht ihr das hier? In dem AZ nicht mehr, nur noch in dem anderen. Okay. Ja. Und wie ist es eigentlich mit dem AZ? Das war ja auch immer so eine Hängepartie, ne? Ganz lange. Ist das geklärt oder? Also ich glaube, geklärt ist das nicht. Mein letzter Stand ist, dass dieses Jahr jetzt erstmal safe ist. Aber ich glaube, das ist gerade echt ein Hangeln von Vertrag zu Vertrag. Und ich glaube, das ist ein. Also ich muss jetzt dazu sagen, also ich leiste diese Arbeit ja jetzt nicht, ne? Also ich bin jetzt nicht diejenige, die da aktiv in die Verhandlungen geht, um das AZ zu erhalten. Aber es muss ja eine Irrsinnsarbeit sein. Wahnsinnig frustrierende Arbeit sein, weil es immer noch keine richtige Lösung gibt. Also ich hoffe, es gibt. Also die coolste Lösung wäre halt, das AZ bleibt da, wo es ist. Ne? Und ansonsten hoffe ich, dass es ein cooles, ernstzunehmendes anderes Angebot gibt, ne, wo man sowas machen kann. Naja, es gibt ja nicht, also, naja, obwohl ich doch immer wieder überrascht bin, wie viel es auch in Köln, auch gerade im Vergleich zu Berlin zum Beispiel, also so, ne, wenn du der erwähnte DIY Club, dann gibt es irgendwie das Limes, ne, das ich auch einfach sehr, sehr, sehr gut in Erinnerung habe. Und, nett da, ja. Und auch der Sonic Ballroom hat ja irgendwie noch einen gewissen Charme, ne, so, also so.
Also allein das fällt mir jetzt schon so spontan. Da gibt es ja noch sowas wie Stereo Wonderland und so ein paar andere, Tsunami Club und wie sie alle heißen. Also es gibt zig Orte, an denen Konzerte stattfinden, wirklich, ja. Ja, das finde ich überraschend cool. Also das, also ich finde, in Berlin ist es tatsächlich, gibt es halt massig Locations, wo so große Konzerte stattfinden. Aber diese DIY oder kleineren Sachen, außer du willst halt irgendwie so einen langweiligen Rockschuppen haben oder so einen Irish Pub, ist schon dünner geworden. Oder gefühlt, zumindest gefühlt. Vielleicht ist es auch nochmal. Oh, schade. Aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Ja, genau. Warst du schon mal mit irgendeiner Band in Berlin? Wir waren einmal mit Naiv in Berlin. Und da haben wir an einem Ort gespielt, ich glaube, das war in Neukölln oder zumindest in der Nähe. Beirut hieß das. Ja, also, das ist bei mir um die Ecke hier. Ja, das gibt's nicht und mehr. Und gibt's, ist es noch aktiv? Ist also, naja, sagen wir so, auch das hat so gewisse Probleme gehabt. Okay. Fängt mit einem großen G an und hört mit einem Ma auf. Insofern gibt es den Laden nicht mehr. Ah ja, krass. Ich habe mich noch mal so ein bisschen gefragt, wenn du schreibst, oder wenn andersrum, wenn über deine Bands geschrieben wird, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, das wollte ich eigentlich an anderer Stelle fragen, jetzt frage ich es jetzt einfach nochmal. Also wenn über deine Bands geschrieben wird, kannst du das sozusagen, kann man das als schreibende Person irgendwie neutral, kann man das sich dann halbwegs, wie soll ich das beschreiben? Kann man sich davon so ein bisschen distanzieren oder guckt man immer mit so einer gewissen, ey, das ist jetzt hier gar nicht fair, das ist überhaupt nicht sachlich oder wie ist das für dich, wenn du... Also, ja, also ob ich selber immer fair und sachlich war, weiß ich jetzt auch nicht. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass ich das 14 Jahre lang schon mache und das kann man sicherlich auch in Zweifel ziehen. Von daher, also... Vorwürfe würde ich da nicht erheben, wenn jemand das jetzt kacke findet. Nee. Ja, also du würdest niemanden bedrohen quasi. Nee, auf keinen Fall. Und das ist auch, also wie gesagt, also es ist natürlich immer schöner, wenn Leute dein Projekt cool finden, aber mir wurde auch schon oft mündlich gesagt, wenn Leute mein Projekt nicht so cool finden und ich kann das auch so hinnehmen, ne? Das ist in Ordnung. Ja. Okay. Und meinst du, das ist was du noch sehr lange machen kannst für die Ox-Schreiben? Also im Sinne, das ist so, also auch man wird ja älter, man verändert sich vielleicht, aber ist das was, wo du gerade, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, gerade aufzuhören mit dem, was ich mache. So, aber keine Ahnung, ich bin 43, ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist so. Also manchmal, aber wie ist das für dich gerade? Wie fühlt sich das gerade an? Also ich habe akut kein Interesse, damit aufzuhören. Ja. Und fände es auch schade. Also es ist ja meine, also so quasi der Ort, auch wenn ich beruflich keine Journalistin geworden bin, ist das ja so ein Ort, wo ich schreiben kann, wo Sachen veröffentlicht werden. Das finde ich auch ohne Geld cool. Und das würde ich nicht aufgeben wollen. Also. Ja. Also, ja, wie du gerade sagtest, ne, wer weiß, was in 5 oder 10 Jahren ist, ne, wie ich mich dann fühle, aber gerade, nee. Ich mach das gerne. Okay. Ich habe eigentlich noch eine Frage und dann sind wir durch, glaube ich, für heute. Und zwar, ich habe mich gefragt, ist Bika eigentlich ein Punkername? Es ist so mein Spitzname, ne, mein Rufname. Und wann hast du den bekommen? In der 7. Klasse von einer Freundin. Ah, okay. Ja, also das hat sich einfach sehr schnell etabliert. Also meine Familie nennt mich auch so. und genau, also Freunde, Freundin, da ist es geläufig, genau. Also ich stelle mich so im beruflichen Kontext schon als Bianca vor, aber... Okay. Ja gut, aber gut. Aber ich habe mich nur gefragt, weil es ist irgendwie schon, ich sage, also, es ist schon so, also es finde ich, es ist schon eine ziemlich coole Abkürzung, so Bika. Es hat sowas Kurzes, Knackiges. Es gab auch eine furchtbare Zeit, als ich jünger war, da haben sie Bibi gesagt, was ja fürchterlich ist. Ja, das ist, ja, da muss man an Bibi Boxberg. Ja, nichts gegen Bibi Boxberg, aber. Alles klar. Also, Bika, wir sind von meiner Seite am Ende angekommen.
Es waren 2 Stunden 18, sagt mir gerade hier die Anzeige. Mal gucken, wie viel es am Ende ist. Aber ich glaube, wir werden uns um die 2 Stunden bewegen. Es war mir ein Fest. Ich danke dir. Ich hoffe, das war jetzt... ich habe das Gefühl, ich habe manchmal so ein bisschen rumgestottert. Ja, das ist aber auch okay. Also ich finde... Das ist hier, also wir sind hier beide keine Profis. Ich eier auch ständig die Themen, ich stottere auch mal rum, verliere den Faden, das ist voll in Ordnung. Mir geht's, ich hatte Lust, mich mit dir zu unterhalten, das haben wir getan. Das hat mir auch Spaß gemacht. Virtuell am Computer, genau darum ging's, das war das Ziel. Und ich freue mich sehr, ich würde mich wirklich freuen, Knigge und Krust mal live zu sehen. Ja, ich würde mich eigentlich auch freuen über so eine Lotse-Reunion. Oh, doch, eigentlich immer noch. Lotse, weil ich komme gerade drauf. Lotse-Reunion. Also ihr seid ja nicht, habt euch hier nicht aufgelöst, aber Lotse-Reunion. Was hältst du grundsätzlich von Reunions? Also, ich weiß, dass viele Leute da... Große Frage am Ende nochmal. Also ich weiß, dass viele Leute da sofort strikt dagegen sind, das komplett ablehnen. Das war ja bei Muff Potter, da gab es ja auch nicht nur Fans. Ich habe mich damals sehr gefreut, dass sie zurückgekommen sind. Und also es gibt natürlich auch Reunions, wo man sich fragt, was hat jetzt Wert, ne? Weil es einfach nicht mehr geil ist. So, ne? Ich würde sehr, sehr gerne nochmal mit Lotse spielen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Das wäre cool. Ja. Okay. Also, ich finde die Muff Potter Reunion, ich finde die Platte großartig. Ich mag die auch gern. Also ich fand die letzte Platte richtig. Anders, ne? Also, ja, also da waren echt. Ja, anders, also sehr anders und auch nicht alle Songs, dass ich sage, boah, krass, aber ich fand die gut. Live hat es mich nicht immer, also es gab durchaus auch gute Konzerte, aber es gab auch Konzerte, wo ich dachte, Ja, das kann ich verstehen, aber auch so eins. Ja. Also ich glaube auch, das ist natürlich tagesformabhängig. Hast du schon von Dennis Schneiders neuem Projekt gehört, Die Tiere? Nee, Der hat gerade einen Song veröffentlicht unter Die Tiere. Kann ich sehr empfehlen. Großartiger Song. Und das sage ich an der Stelle, obwohl ich eigentlich kein großer Fan von seinem Gesang war, er singt total toll. Die Tiere gibt es mittlerweile auf Instagram und überall, wo es Songs gibt. Kann ich sehr empfehlen. Hör ich mir an. Cool. Sehr guter Song. Alles klar. Dann entlasse ich dich jetzt aus diesem Podcast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend noch. Ich wünsche dir einen guten Start in den Frühling. Genießt die Semesterferien und bis zum nächsten Mal. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir mal nach Berlin kommen würden. Na, super. Also, bis dann, Vika. Tschüss. Tschüss.